Muss ich auch meinen Sound muten? Also, dass ich euch nicht höre, wahrscheinlich, ne? Musst nee, du nee. Nicht. Du musst, nee, du musst nee. Teamkollegen hören eigentlich, oder? Ich finde es eigentlich auch ziemlich cool, ja. 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 Okay. Schlüssel ziehen und sowas und dann, ja. Dann bekommst du auch mit, worüber alle reden und das kann man dann manchmal auch ganz funny nutzen. Es ist nicht die Codenames-Weltmeisterschaft hier. Viel Spaß. Wenn du die Teamkollegen hörst, kannst du auch besser verzweifeln dann, weil sie los sind. Mhm. Toni, wir sind in einem Team. Wir sind wieder die geteilte Gehirnzelle. Ja, wir können eigentlich nicht. Ach, ich lasse den Wale drin, das ist mir egal. Ist unmöglich. Auch wenn wir gegen drei ran müssten, aber wir outsmarten einfach alles. Ja, das ist ein Nachteil für die, weil umso mehr redet man sich Unsinn ein, wenn man zu dritt ist. Ja, das stimmt. Vielleicht, das also manchmal, so wie sagt man, viele Köche versalzen die Suppe oder so. Genau wie bei Playdub, Toni, du hast es. Genau. Ich bin jetzt Kochexperte. Geil. So, macht ihr Laufen Spaß? Nee, überhaupt nicht, aber der Effekt, den man durch das Laufen kriegt, der macht mir Spaß. Der ist belohnt. Dass man halt fitter wird, so. Fitter, wacher, energiegeladener und sowas. Also Chemie. Chemieunterricht. Chemie-Reaktion. Oder wie der Bayer sagen würde, Chemie-Reaktion, ne? Bist du nicht Bayer, Flesk? Ja, aber ich war mal Bayer. Ich bin er ist eigentlich Berliner. Der ist kein Bayer mehr. Ich habe das abgelegt. Okay, ich würde noch sagen, Vitamine werden im Körper chemisch umgewandelt. Pech und Schwefel. Wolke. Oh, Pech und Schwefel, super gut. Stimmt, das ist auch nicht schlecht. Wolke, ja. Ja, ich find die alle sinnvoll. Also Rost ist halt vier. Rost ist das Beste, glaube ich. Ja. Der das am besten drauf passt, ja. Flasche könnte man vielleicht nur irgendwie mit reinnehmen. Chemie und Reaktion. Könnte Reaktion an sich auch noch irgendwas sein, ist die Frage. Pappe, Plan, Reaktion. Bande. Tod ist Reaktion auf Sterben. Ja, weiß jetzt nicht. Clown ist Reaktion auf. Also ich meine, im Tod selber passieren ja auch chemische Reaktionen im Körper. Aber stimmt, ja. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr weit hergeholt. Ich würde mal den Rost einfach. Ja, also ich glaube Rost, ja. Okay, schade. Was? Christo? Mutet ja rein. Als Christo das letzte Mal über Codenames geredet hat, hat er gesagt, er ist voll gut darin. Ups. Er hat gesagt, er ist der beste Geheimdienstchef. Oder eine Pistole oder eine Banane. Naja, Rost, also Rost, ich muss den Chat noch ausmachen. Rost war für mich schon eigentlich sehr naheliegend. Hast du schon mal Banane mit Ketchup gegessen? Oh, ist aber actually was zu essen, ja. Oh, yeah. Ich hab actually Banane ist Banane Vitamin mit Ketchup und gegessen und das war ganz schrecklich. Ich kann es niemandem empfehlen. Okay. Macht es nicht. Machen wir nicht. Hat eine Banane Vitamine? Weiß ich. Ja, doch schon, ne? Ja, doch. Finde ich jetzt passend. Was war das denn? Ja, eine Banane ist jetzt kein gesundes Obst in meinem Kopf irgendwie. Ich finde so, also so Obst und dann Vitamine und so, das macht schon Sinn, finde ich. Ja. Vielleicht wahrscheinlich auch Essen und Vitamin mehr als Polizei und Pistole. Warum aber hast du Polizei angedingst, Toni? Ja, wegen Pistole. Ach so. Also die haben jetzt keine Bananenpistole, okay. Aber ich weiß nicht, irgendwie muss ich da denken. Aber ich musste safe an Pistole denken, weil ich habe als Kind immer eine Banane genommen, habe so getan, als wäre das eine Pistole. Ah, das erklärt einiges. Ich weiß. Ja, aber wahrscheinlich. Aber Essen macht, oder? Ja, würdest du Banane schreiben und vergessen, dass da Essen steht? Und nicht Essen damit meinen? Eigentlich nicht, ne? Nein. Nee, es ist, Essen habe ich gar nicht gesehen. Ja, es ist einfach Vitamin und Essen. Wenn wir jetzt da draufklicken. Ja, finde ich auch. Ja. Also es muss ja eigentlich, aber das Ding ist, wenn du Vitamin und Essen verbinden musst, würdest du niemals Banane nehmen. Dann könntest du einfach Obst nehmen. Deswegen muss es die Pistole sein, findest du nicht? Ja, ich sehe, was du meinst. Aber die Frage ist dann, ist Vitamin dann unser Wort oder Essen? Aus der Verbindung. Ein Mond sieht auch ein bisschen aus wie eine Banane. Ja, bei Obst kann man eventuell, weiß ich nicht, an Tomate denken und dann an Ketchup. Ich glaube, ich würde eher Vitamin nehmen, weil eine Banane ist jetzt, also kann man schon essen, aber ist jetzt kein richtiges Essen, sondern eher so ein Snack. Mein Problem aber man kann es natürlich essen, das ist schwierig. Ja, mein Problem mit Vitamin ist, dass es vielleicht auch ein Wort von denen ist. Ja, das ist ja.
Ja, vielleicht hat Hahn gedacht, okay, wir wissen, dass das deren Wort ist. Und deswegen nehmen wir es nicht. Also deswegen nehmen die es nicht, weißt du? Hm. Aber was haben deswegen, wir denn bei Schmierreaktionen? Ich will Pistole anklicken. Nee, mach mal. Let's go. I'm in. Oh ja. Mein Gott. Shark. Ja! Das kann nicht. Ich nicht da drauf gekommen, das, ohne muss, das muss einfach random gewesen sein gerade. Es ist 100 pro Vitamin und Essen, oder nicht? Ja, das Problem ist jetzt, ist es Vitamin oder Essen? Ja, nimm du ruhig das, was dir ich kann nicht glauben, dass Pistole gerade rot war. Ja. Als ob ihr das nie gemacht habt. Oh mein Gott, sehr gut. Okay, Shark. Oh, so strong. Ich glaube nach wie vor nicht, dass Vitamin unsers ist. Banane ist schon eine gute Verbindung. So, ich sehe das jetzt so. Mm, ja. Im Nachhinein auch. Schon, ja. Ich sehe, ich sehe. Ich bin so verwirrt. Finde ich funny. Als ob du nie eine Banane so genommen hast und so getan hast, als ob das eine Pistole wäre. Nö, ist noch nie. So. Jeder hat das mal gemacht in seinem Ratatatat. Leben. Ratatatat. Piu, piu. Einfach so eine Maschine. Ja. Oder so als Telefon auch. Telefon? Das ja, da war das ja normal. Jeder hat es gemacht. Ja, jeder. Banane immer so als Akimbo. Aber dann vielleicht war Besprechung gesagt, euer Wort. Weißt du? Vielleicht war Besprechung euer Wort, weil man genau, mit dem Bananentelefon ja was bespricht. Ah, ja. Voll gut. Das aber muss was sein, war denn bei Chemie noch bei uns? Bastelutensilien, okay. Junge, du gibst aber auch Pappe. Okay, okay, okay. Pappo. Pappo. Pappe. Wenn, wenn wir an Dings denken, wie heißt es? Art Attack? Und Ketchup. Bei Art Attack haben die doch den manchmal. Bastelkleber nicht. Ja, aber bei Art Attack haben die immer so Gegenstände genommen aus dem Day-to-Day und haben daraus was geschnitten oder so. Zum Beispiel eine Flasche in die Hälfte und dann daraus irgendwie. Ja. Blumending irgendwie. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich Art Attack gar nicht unser Wort, sondern Bastelutensilien, ne? Ja, aber da denkt man doch natürlich direkt an Art. Ja gut, also Bastel, man kann auch mit Muschel, eine Muschel, also da kann man auch was irgendwie draus basteln. Ja, ne? Das richtig. Stimmt, ja. Flasche stimmt schon, aber, wenn man irgendwie was da reinmacht und so, das, aber ja, bei aber, also wirkliches Utensilien-Ding. Aber die Pappe ist doch schon mal safe, oder nicht? So wie Rost gerade im Endeffekt. Ja, genau, so wie Rost gerade. Ich klick die Pappe jetzt mal an, weil ich hätte jetzt gerne mal ein blaues Wort, okay? Sehr gut. Oh mein Gott, sehr gut. Wir haben auch immer noch Chemie. Chemie. Chemie dürfen wir nicht vergessen. Chemie. Ja, da ist Pech. Das Pech ist immer noch eine Sache, für die ich gehen würde. Chemie, Pech, okay. Wenn man Pech hat in der Chemie und dann... Das sind auch drei. Aber ich würde erstmal den Stift nehmen, so für Bastelutensilien wahrscheinlich. Ja, das müsste eigentlich schon am besten passen, sonst noch. Mit der Sakuria zusammen. Rauf, komm. Soll ich? Okay. Ja. Ah! Ja, gut. Ach Gott. Ich hatte kurz Angst. Bastelutensilien. Die erste Runde, einfach komplett verunsichert. Vielleicht bastelt Clown irgendwas? Nee. Ja, dann ist das nächste, was ich anklicken würde, tatsächlich eher Pech. Flasche, ich sehe es so ein bisschen, Tim, aber irgendwie auch nicht so hundertprozentig. Wir haben auch noch Vitamine und Wolke. Ich habe bei Vitamin aber immer noch Angst, dass Banane ein bisschen zu nah dran ist an Vitamin. Als ob du immer noch an der Pistole zweifelst. Ja, doch, ich zweifle hier noch ein bisschen dran. Ach, du hast noch keine Ahnung. Ja, na und? Ihr habt auch auf Rost geklickt. Das stimmt allerdings. Ja, das war wirklich ins, ne? Komplett. Aber nicht unsere Schuld, nicht unsere Schuld. Ja. Bastelplan? Ja. Ist kein Utensilien. Plan, ne? Ja, hast du recht. Haben die noch nie Ketchup so gebastelt? Du willst den Schwefel haben, also drück ihn auch. Pech und Schwefel. Oh, gut. Jawohl. So, also wollen wir noch einen machen? Stark. Ja, einen Riemen. Entschuldigung. Oder ein Bund, nee. Oder halt Chemie noch. Oder ein Clown. Ja, was denkst du denn? Tim, ich lasse den Call. Komm, Tim, mach. Okay. Ich gehe auf Wolke. Ja! Sehr gut. Oh mein Gott. Ja, weil Wolken eine chemische Reaktion von Wasser und Licht und Sonne sind. Was? Das ist ja... Das geht ja Schlag. Polizei? Chemische Reaktion. Ja, sehr gut. Chemie einfach. Wir brauchen einen Arzt. Ja, hatte ich auch gesagt. Und man hat auch mit dem Tod zu kämpfen. Ja.
Und bunt? Und man ist beim Bund. Oh mein Gott, ja, warte. Was ist dann das Dumme? Arzt vielleicht? Weiß es noch nicht. Ja, maybe. Soldat. Warte mal, der Rest macht auch actually dann gar keinen Sinn mehr, ne? Termin, Bande, Plan, Saturn, Sprechung, Fälle, nee. Also bunt auf jeden Fall. Ja, hätte ich auch ja. Gesehen. Okay, stark. Ein Riemen. Weiß nicht, was das ist. Was ist denn jetzt das naheliegendste ja. Von den dreien noch, die wir haben? Boah. Funky Lane, Anna. Leicht sogar Dark Sith. Und Lena, danke ja, für die ne? Resubs, Leute. Ich auch irgendwie gesagt. Beim Polizei könnte schon auch passen. Aber ist jetzt vielleicht nicht so das Erste, woran man denkt, wa? Ja. Vielleicht ist Arzt auch übel Quatsch. Hm. Ja, ich hab jetzt auch für die drei gegangen einfach. Hm. Ja, es gibt ja schon hier... Ich nicht. Himalaya glaube ich auch nicht, Ketchup nicht. Muschel nicht, Clown nicht, Muschel nicht. Ja. Bande. Lazarett. Arzt. Ich find's nicht so, nicht. So abwegig. Besprechung, so irgendwie Soldat und Arzt. Könnte natürlich auch sein, aber so ein bisschen weiter. Ist tatsächlich nicht so abwegig. Ja. Ich glaube, glaub ich nicht. Ich glaube, Tod ist auf jeden Fall offensichtlicher erstmal als sowas wie Besprechung. Ja. Ich finde Polizei ein bisschen weiter weg als Arzt. Ja. Soldat und Polizei. Ich bin mir sehr unsicher, so ein bisschen, ob das jetzt. Also, ich meine, es könnte passen, aber es muss halt auch nicht passen. Ja, hat jetzt. Es könnte halt auch falsch sein. Nicht direkt, also nicht. Ja, doch nicht direkt was miteinander zu tun, aber schon so. Ja, wenn man um die Ecke denkt halt. Aber wenn man um die Ecke denkt, dann können ja so die. Ein Arzt kann ja auch so bei. Es gibt ja auch so Militärärzte oder so. Safe. Hm. Wollen wir lieber skippen? Oder willst du es riskieren? Ich würde es riskieren, Linda. Ja, die Frage ist halt, ist es das schwarze Wort, ne? Aber ja, hättest du dann Soldat genommen, wenn Polizei das schwarze wäre? Ja, vielleicht schon. Wenn es nur das weiße ist, ist es ja egal eigentlich. Ja, ja. Riskieren wäre schon geil, weil wenn das Wort richtig ist, dann das riskieren wäre schon geil. Ja. Du entscheidest. Traut euch. Okay. Schade. Oh. Gott, der Offizier nennt doch seine Soldaten immer Flasche. Ihr Flaschen. Steht auf. Actually, ja. Ja. Angetreten, ihr Flaschen. 500. Aber ich wollte nicht so disrespectful sein. Ja, ich habe auch drüber nachgedacht. Aber ja, nee. Codenames, aber wir sind alle disrespectful. Codenames, aber wir sind alle respectful. Jo. Jo. Sagst du, die Polizei hat auch so mit dem Militär zu tun oder so? Ja, doch, also. Da kriegen sie die Maschinengewehre hin, her. Ich habe es riskiert und es ist daneben gegangen und daraus lernen wir. Hauptsache, high risk, high reward. Learning by failing. Wird Papo es schaffen, in dieser Runde zu finishen? Nein, das ist sehr unwahrscheinlich. Ich finde es am Ende immer schwer, dann so einen Vierer rauszuhauen, weil meistens das, was halt überbleibt, nicht so super krass zusammenpasst. Außer man hat ein bisschen Glück. Komm, wir haben jetzt Glück. Ja, wir haben theoretisch ja noch. Wir haben ja erst 5 Sachen angeklickt, aber haben 6 Dinge gekriegt. Autobau. Autobau. Riemen. Ja. Stimmt, ja. Riemen fühle ich. Plan. Ja. Und einen Plan brauchst du dafür, ja. Alles Bauplan. Passt nicht so wirklich. Autobau. Aber er hat ja nicht Auto gesagt, sondern Autobau. Na? Warum? Vielleicht, wenn man einen Bauplan braucht? Ja, das ist wahrscheinlich der Fall. Riemen für Keilriemen vielleicht, ja. Was ist der Keilriemen? Das ist eine gute Frage. Der am Keil dran ist, ja. Genau. Okay. Was die in Filmen sagen, die immer so, der Keilriemen ist... Ja, ist gerissen. Brauchen wir einen neuen. Scheiße. Ja. Ist egal, was in Filmen irgendwie im Auto ist, es ist immer, entweder ist der Reifen kaputt oder, Keilriemen.
Ja. Ganz klare Sache. Haben sie ein Haargummi dabei? Und dann wird MacGyvert. Ja, Riem und Plan fühle ich mehr als alles andere, muss ich sagen. Ich geh Riem. Ich geh Plan. Oh. Yay. Sehr. Strong. Okay. Könnt ihr jetzt noch auf ein rotes drücken, so Fairness halber? Nee, ja, also cool, mach nicht schwarz. Theoretisch Arzt. Ich glaube, Arzt ist auch euer Wort. Noch also wir haben ja noch Bastelutensilien, eins offen und theoretisch auch noch Chemiereaktion, eins offen. Genau, ja. Ich glaube, das ist safe, der Arzt. Weil der bastelt auch viel an Menschen herum und der macht auch ganz viel Chemie. Mhm. I like it, Tony, I like it. Und der ist auch beim Bund. Manchmal. Ja, wir haben, ja, Chemiereaktion, ne, aber... Ne, haben wir nicht Bastelutensilien noch eins? Ja. Ja, ne? Chemiereaktion hatten wir ja, ne? Wolke, Pech und Rost. Ja. Reaktion. Ich finde Vitamin immer noch nicht schlecht. Ja, Flasche ist für mich Bastelutensilien vielleicht doch irgendwie so das Einzige, was noch Sinn ergibt. Ja. Weil du ja manchmal Kleber in der Flasche hast oder Farbe in der Flasche oder keine Ahnung. Stimmt, ja. Das wird noch Sinn machen, ja. Frage, riskieren wir's. Sollen wir sonst machen? Risiko. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Zwei, Risiko. Das stimmt. Risiko. Komm, Sakuri, mach. Risiko. Ihr macht Sakuri. Keine Fehler, ihr lernt nur. Ja! Tigong, ja! Baba geht, schwaba! Aber ihr seid ja noch mit den vier Wortbängern. Ja, eins haben wir uns ja noch gemerkt. Ja, das stimmt. Wir brauchen nur einen Drei-Wortbänger. Und eins wissen wir noch. Ja. Drei-Wortbänger. Pass auf, jetzt gibt dir Hahn so zwei. Länglich drei. Länglich. Mann, egal was du machst, gibst du uns auf jeden Fall eine 3 oder eine 4. Damit wir einfach reinraten können. Wir machen dann so Gedankenübertragung. Und dann wissen wir einfach, welches die richtigen Wörter sind. Ich glaube, es ist gar nicht so. Also okay, was ist Vitamin und Arzt sind relativ safe rot. Banane, Vitamin und oder es ist zumindest eine sehr hohe Chance, dass die beiden rot sein könnten. Wenn man zu Soldat machen wollte und dann 4 Wörter machen wollte, weil man plant das ja auch meistens schon im Vorhinein. Kann ja sein. Maybe. Habe ich denn gar nicht mehr drüber nachgedacht. Aber dann denke ich immer noch, wieso hätte er Banane nehmen sollen? Und nicht einfach bei Vitamin und Essen? Wegen... Weiß ich auch nicht. Die anderen Wörter durch die Luni ist ja so süß. Luni? Ja. Hast du meinen Stream gerade offen? Ich hatte deinen Stream vorhin offen und hab gerade einen Tab weggeklickt und dann habe ich auf deinen Stream drauf geklickt und hab Luni gesehen. Stream snipest du? Linda, wir haben dieselbe Ansicht. Ich kann dich nicht Stream snipen. Ja. What is wrong with you? Oh, Leute, ich hab gesehen, unser letztes Wort ist Himalaya. Bart. Arzt. Mondgesicht. Süß. Clownsgesicht. Ja. Aber. Das muss es sein. Das ist es. Arztgesicht. Vitamingesicht. Du scheiß Ketchup-Gesicht. Wenn die mit Gesicht jetzt finishen, kriege ich komplett Krise. Aber Gesicht, Bart, Mondgesicht, Clownsgesicht. Ja, aber eigentlich, also. Das passt so gut. Ist ne? Jetzt natürlich ein Gamble, ob es wirklich die 4 Wörter sind, aber die 4 Wörter sehen gut aus, finde ich. Ja, ne? Lass einfach dafür gehen. Was willst du machen so? Ich gehe zuerst für den Arzt. Besser wird's nicht mehr. Oh! Ja, besser wird's wirklich nicht mehr. Viertelgesicht. Hahn, was hast du gemacht? Was soll ich da sonst halt machen? Ich mach Banane, denk mir so geil, Vitamin und Essen, easy, auf einmal macht Toni eine Pistole. Denk mir so, was ist denn jetzt los? Ich war mir so sicher, dass Vitamin rot ist. Gedacht? So das sicher. Bananen? Okay. Und bei Soldat dachte ich mir, ja gut, das ist auch easy. Todbunt und die haben doch Bärte, so, hä? Free! Oh mein Gott! Naja! Vor allem sind die doch. Nee, die müssen sich doch rasieren, oder nicht? Ja, true. Nicht alle. Nee, ja. nicht überall. Doch jeder alle. Soldat hat einen Bart. Jeder Soldat. So, nee, jeder Soldat hat einen Bart. Aber ich fand wirklich, dass ich am Anfang einfach Rost überhaupt nicht begriffen habe, dass das ja auch eine chemische Reaktion ist. Ja, Bratrost gibt's natürlich, ne, aber. Ja, ich hätte meinen Schuh gegessen, wenn Vitamin nicht rot gewesen wäre. Meinen das war Schuh so insane. Ja, same. Ich habe nicht mal einen an, aber ist okay.
Und ich habe sogar gesehen und er hat ihn trotzdem gegessen. Was war jetzt Reaktion nochmal alles? Also bei Chemiereaktion habe ich an Wolke gedacht, an Pech und habe dann noch die Flasche mit reingenommen, weil du bei Chemie ja auch in Flaschen immer arbeitest. Ah. Ja. Ich mach mal kurz eine neue Lobby auf. Wer ist denn da in die Lobby gejoint und hat geschrieben, Hahn hat's verkackt? Wow. Irgendjemand zeigt den Link online. Wer ist denn hier so mutig und sagt die Wahrheit on stream? Ich will mit Tuni in einem Team sein. Ja, das geht nicht. Ja. Ach, das ist schon hier eingeteilt. Ja, na dann, ich gehe. Das Leben ist hier ist kein Wunschkonzert. Nice. Ja, aber du machst jetzt fertig. Ich baue das Stream auf, damit ich die Aufgabe nicht mehr habe. Ich mach mal einen Stream zu! Ich hab das schon nicht offen. Ich muss starten mit dem Wählen eines Wortes. Möglichst viele blaue Wörter zusammenfasst, ohne dass die Leute auf rote drauf drücken. Was haben wir denn hier? Miene und Gesicht passen auch relativ gut zusammen. Student und Miene kriegt man auch zusammen, theoretisch. Ist auch Bergbau. Krone hat Juwelen drin. Spiele schwarz. Nummerfutter, Stollen, David, Kreuzung, Fingerhut, Pyramide. Ich glaube tatsächlich, dass ich irgendwas in Richtung Kopf machen sollte. Für Krone, für einen Reifen, so ein Haarreif. Kommt man vielleicht auf Reifen. Ich würde sowas, nicht Gesichtsausdruck, sondern irgendwas anderes. Mimik oder so geht auch nicht, leider. Ich würde tatsächlich einfach sagen, Köpfchen vielleicht. Mit Köpfchen kriege ich vielleicht die Krone, Murmel, Student lernt, Köpfchen, Miene, ist auch wieder Gesicht, gute Miene zum bösen Spiel, Reifen und Schaum. Ich könnte es versuchen. Ich glaube, David, Stollen, Nummer, Futter, Mikroskop, Kreuzung, Pyramide und Fingerhut passen da alle nicht so gut mit rein. Hut ist ein Problem, Fingerhut. Brause, Scholle, Kapitän, Kuli, Belgien, Tafel, Bindung und Spiel. Warum nicht? Spiel ist halt gefährlich mit Köpfchen, ne? Spiel ist mega gefährlich, aber wir YOLOen einfach rein, denke ich. Die Wahrscheinlichkeit, dass die auf Spiel draufdrücken, unendlich hoch. Aber ich probiere es jetzt einfach. Nur so. Extreme Risk. Ich High Reward. Gefragt, so. Krone direkt gewonnen, wenn das durchgeht, aber Spiel ist sehr gefährlich. Ja. So. Auf der Party. Futter für den Kopf ist auch gefährlich. Also die Chance, dass die auf irgendwas Rotes draufdrücken, ist schon sehr hoch. Ja. Crazy. Kopf, Nummer, Kopf, wow. Mikroskop, Kopf. Kreuzung. Ja, es ist diese Frage, extrem weißt du, was die Hindenburg ist, ist fast so wie so eine Kopf. Sie was? Neuen Wort bitte. Das ist extrem. Okay, also wenn das was wird, dann Fingerhut. Fingerhut. Krass. Ach, weil ihr seid dran. Ich muss ja gar nicht raten. Wow. Ach du Kacke. Vielleicht tragen Belgier. Das wird nie im Leben gut gehen. Nie im Leben. Kopf. Also David hat einen Kopf. Nicht Hut. David hat bestimmt einen Kopf. Ich habe auch voll vergessen, dass Tim in meinem Team ist. Und der kriegt überall irgendwo eine Verbindung hin. Da kann man ja eigentlich so viel. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haben wir. Was passt nicht? Belgien. Belgien, ja. Scholle da auch nicht, oder? Scholle? Oh ja, Scholle. Am Scholle nicht auch einen Kopf? Also dieser Fisch? Stimmt, hast recht. True. Also ich würde jetzt erstmal generell das nehmen, was obvious ist. So, ja. Also es gibt was ja ein paar Dinge, die hat er natürlich gestreckt, klar. Aber manche sind doch obvious. Und sowas wie Krone ist doch 100 pro. Ja. Du kannst nicht sagen Kopf 7 und Krone sagen, ist es nicht. Deswegen ist Krone für mich 100 pro. Ja, same. Ihr müsst mal anfangen zu klicken, weil ihr verschwendet zu viel Zeit gerade. Ich habe einen Studentenhut, diesen schwarzen. Ja, da steht nicht Hut, ne? Ein Mensch und hat einen Kopf. Deswegen verstehe ich Fingerhut doch nicht, weil den hast du ja auch einen Finger. Und Studenten haben auch Köpfe. Richtig. Also manche. Fangt an zu klicken, bitte! Alle. Wir müssen ja immer ein bisschen Fahrt aufbringen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach erstmal Krone. So, dann können wir mal gucken. Und? Genau, geh Krone. Ja, zack. Okay. Gesicht ist auch super safe. Ja, komm, machen wir auch. So. Als nächstes finde ich David, whatever, eigentlich richtig gut. Boah, nee, David fühle ich gar nicht. Das ist so. Bardo wird es vielleicht richtig einfach haben. Ich glaube, nee, David. Bardo stirbt eigentlich gerade auf der anderen Seite, glaube ich. David fühle ich überhaupt nicht so. Also, oh, ja, klar, Gott, David hat einen Kopf, aber in Belgien leben auch Menschen, die haben einen Kopf. Oh mein Gott. Das ist Tafel oder. Also, da gibt es ja so viele andere Wörter.
Also David... Brause. Noch, Brause also, ist auch noch sehr nah dran. Für einen Rechtsklick. Der links Och Mann! Also. Oh. Wieso ist das noch nicht klar angekommen? Krass. Toni. Nee, Warum? David habe ich nicht Spaß. Gefühlt. Immerhin. David habe ich gar nicht David gefühlt. Ist super safe. Ich dachte nicht, dass David jemals gefährlich wird, weil so David hat einen Kopf. Wie kriegen das denn? Ja, wir merken uns die anderen. David war jetzt bestimmt ein Wort, was Base irgendwie benutzen wollte und jetzt nicht benutzen kann, weil es genommen wurde. Base, du machst ganz chillig, ja? Wir spielen das Spiel normal. Wir machen hier nicht so eine verquackte Runde. Das hat auch gar nichts mit Vercrack zu tun, weil das Risiko so unglaublich hoch ist. Die hätten ja auch sagen können, ah ja, beim Spiel braucht man auch Kopf. So, und dann einfach draufklicken. Die ist eh schwarz. Also aber die haben halt... Schon. Das passt schon. Ich glaube, sie hätten erst die Sachen nehmen sollen, die halt wirklich nah dran sind. So. Genau, Murmel zum Beispiel ist doch... Okay. Aber verrat's keinem. Meine ich. Also Murmel fand ich noch extrem offensichtlich. So. Ein Murmel ist ja im Endeffekt Umgangssprache für Kopf, oder nicht? Oder für Gehirn? Ist Murmel Gehirn oder Kopf? Ist auch egal, aber... Sie haben immerhin so ein paar Pointer. Das Problem, das ich jetzt halt habe, ist, dass die auch ein paar Dinge hatten, die auf jeden Fall rot waren. Ja, dass sie David angeklickt haben, ist halt auch übel gut für Linda jetzt, ne? Weil David passt ja überhaupt nicht hier mit rein. Überhaupt nicht. Kriegt man überhaupt nicht verbunden mit den Sachen. Nicht ordentlich zumindest. Also was die im Kopf hatten, waren Student auf jeden Fall. Mine wahrscheinlich nicht. Schreibt man, glaube ich, auch unterschiedlich so. Aber ich glaube, bei Mine sehen die halt nur die Bergbaumine. Oh. Weihnachtsgans. Okay. Ja, Futterstollen. Da hat man auch Stollen, ne? Aber wir können erstmal markieren nur. Im Lokal kann man die essen. Mhm. Boah, Tafel? Weiß ich gar nicht. Futter oder Stollen oder was ja. noch? Schaum. Ich glaube, Schaum hat nichts damit zu tun. Vielleicht noch Futter. Futter, ja. Als Essen ist, aber Weihnachtsgans. Bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, was das dritte ist hier. Nee. Ist nicht was traditionell Belgisches, oder? Die Weihnachtsgans. Nee, nicht, dass ich wüsste. Drei. Okay. Nee, da komme ich auch nicht drauf, was das dritte ist. Das aber Weihnachtsgans isst man ja auch nicht im Lokal. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen weit fetch. Ja, ne? Ja. Also ich glaube, am wahrscheinlichsten ist Tafel und Futter und wegen Weihnachten ist der Stollen vielleicht. Der Weihnachtsstollen. Ja, sonst hätte sie halt, genau, weil warum hat sie extra Weihnachtsgans geschrieben? Ja, genau. Hm. Aber okay, also Futter ist halt, ja... Man muss die Weihnachtsgans füttern oder es ist halt so, weil man es selber isst. Es ist halt quasi Essen, aber es gab kein Essen hier. Es gab nur Futter. Gibt es irgendwas anderes, was noch passt? Fingerhut. Das ist ja, also Fingerhut ist ja eigentlich so ein Shotglas, ne? Oder? Oder ist es das zum Nähen, dieses Ding? Ich hätte jetzt gesagt, das zum Nähen. Okay. Ich glaube, es gibt es als beides irgendwie. Ja. Wahrscheinlich ist es eine Anspielung auf das eine oder das andere. Schaum, Mine... Bindung, Murmel. Nee, ich glaube, okay, lass uns erstmal für Tafel gehen. Mhm. An der Tafel wird gegessen. Ja. Soll ich? Ja, trau dich. Hm. Okay, gut. Ja, gut. Ja, dann merken wir uns Futterstollen und Lokal merken die sich. Das ist nicht gut, weil Lokal ist ja unseres. Sprich, das können wir stehen lassen, falls sie es jetzt gleich noch anklicken. Dann haben wir. Okay, pass auf. Student waren die schon drauf, ne? Turm und Mine würden die auf gar keinen Fall drauf kommen. Da könnte ich aber verbinden über Herr der Ringe zum Beispiel. Das Problem ist, da kommt Spiel mit rein. Ne? Boah, Spiel ist da gefährlich, weil ich würde Turm und Mine ganz oft über irgendwelche Videospiele verbinden. Mir fällt nicht ein, wie ich Turm und Mine verbinde, ohne Spiel. So. Aber wenn ich Herr der Ringe 2 mache, ist die Chance schon sehr hoch, dass sie erst auf Turm und Mine klicken, nicht auf Spiel. Können aber dann halt nur auf ein weiteres Klick. Ich kann denen jetzt nicht 5 oder so geben. Das ist Quatsch. Ich meine, wäre der Ring 2. Wenn die auf Spiel draufklicken, ist eh vorbei, aber... Was soll's. Nummer Futter, Mikroskop, Peter, Ringe, Stollen. Belgien, Stollen, Kapitän, Kuli, Bindung. YOLO. Herr der Ringe. Wenn die auf Spiel draufklicken, vorbei. Belgien, ne? Es ist sehr gefährlich. Auf jeden Turm. Fall. Herr der Ringe und die zwei Türme. Die Minen von Moria.
Es ist Turm und Mina. Sehr gut. Okay. Wehe, du klickst aufs Spiel jetzt. Ich hab's schon. Lebe, Herr der Ringe. Same. Wurde Herr der Ringe nicht wirklich in Belgien abgedreht? Nein. Nee, Neuseeland. In Neuseeland. Neuseeland. Ja. Nicht alles glauben, was Christo sagt. Aber kennt ihr nicht auch Teil 4? Herr Ringe, die Kreuzung. Herr der Ringe und der Schaumfestiger. Okay, Chris und ich, wir sind auf einer Wellenlänge. Ich gehe jetzt für Turm und ich gehe für Mine. So. Okay, lass uns noch eins nehmen. Lass uns noch eins ich würde Murmel nehmen. Murmel also? Wegen Kopf noch. Ich bin so gespannt. Ich klick's nicht an, ich habe eben das falsche Wort. Ich klick auch nichts mehr. Ich klick drauf. Ich das. So, zack. Oh, Starkan! Ja. Geil. Krass. Stark. Okay, also wir sagen nochmal für. Es war so entmuted oder. Nee, okay. Wir haben noch Futter, Stollen und Lokal für die Weihnachtsgans. Also, falls du jetzt was angeben möchtest, dann mach. Das ist halt das Problem, dass sie Lokal noch haben. Also für Linda ist das natürlich ein Problem. Und bei mir ist es halt so, dadurch, dass ich anfangs Kopf gegeben habe, kriegen die jetzt halt immer mal wieder so einen random Guest mit rein auf Kopf, was ganz gut ist. Sprich, ich müsste jetzt nur drei verbinden und dann. Könnte ich vielleicht finishen, ne? Wenn ich zum Beispiel Lokal, Schaum und Reifen verbinde. Aber wie verbinde ich Lokal, Schaum und Reifen? Schwimmreifen oder so. Und Lokal? Wahrscheinlich über Strandrestaurant oder so? Oder irgendwie sowas? Nee, Stich. Das ist einfach, da ist nur ein Wubbler drin. Okay. Okay, aber das ist ja ein Nähtisch. Ja, aber dann fällt mir Fingerhut ein. Ja, Fingerhut. Es gibt den Kreuzschnitt, den Kreuzstich. Ja, hatte ich auch dran gedacht. Ich habe auch so Bindung. Wie nennt man das, wenn man so umklappt? Ist das dann nicht eine Bindung? Das ist ein Bund, ne? Das ist was anderes. Ja. Könnte aber auch. Dass die da jetzt auf Kreuzen kommen, ist. Nee, Stich. Okay, wild. Nähstich. Aber, oder ist jetzt die Frage, hat sie das jetzt so gemacht, dass wir quasi noch extra Sachen klicken können? Also es ist jetzt nur Fingerhut und Kreuzung und dann müssen wir jetzt noch Futter und Stollen beispielsweise nehmen? Boah, das wäre insane. Das ist eine gute Frage, ja. Dann wird das jetzt nicht mehr knapp, weil wenn ich nicht finische, haben die auf jeden Fall also die Möglichkeit zu finishen, wobei Pyramide, Mikroskop und Nummer, das ist schwierig. Okay. Und Kreuzstich, was könnte sonst noch mit dem Stich zu tun haben? Mikroskop. Ja, aber sehr weit, ne? Ja, das ist halt wirklich sehr weit hergeholt. Futter. Oh, das Futter beim Nähen. Wenn du das. Oh. Stimmt, ja. Das könnte vielleicht gedoppelt sein. Du hast ja beim Nähen auch immer Futter in den Klamotten. True. Ja. Reifen, Scholle, Belgien, Kuli. Spiel, ne. Okay. Ich gehe jetzt noch auf Stollen für Weihnachtsgans. Oder sollen wir zuerst Kreuzung gehen? Ich glaube, dann würde ich eher Stollen als Kreuzung. Okay, dann lass uns Kreuzung gehen. Puh. Okay, aber Stollen muss sein. Bei Weihnachtsgans muss Stollen mit dabei sein, ja. Ja, definitiv. Okay, und jetzt könnten wir noch für Futter gehen. Oder Lokal. Ja, weil das halt beides gut ja, passt. Ja, ne? Es passt bei beiden, ja. Ja. Oh, puh. Puh, okay, sehr schön. Nice, schönes Ding, Baso. So, jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, ne, dass die über den Kopf noch auf den Studenten kommen. Und dass ich finische mit Schaumreifen und Lokal. Da würde ich sagen, ich nehme irgendwas in Richtung Strandbar oder Strandrestaurant. Strandrestaurant, Wellengang, Schaum. Das Problem ist die Scholle. Und Reifen ist halt Schwimmreifen. Ich weiß nicht, wie ich Lokal, Schaum und Reifen sonst verbinden soll. Ich würde wahrscheinlich sagen Edelrestaurant. In der Hoffnung, dass die darauf kommen, dass er oft bei so... Na? Gourmet-Restaurant und so. Ein Wein, der muss reifen. Schaum haben wir dann oft so auf dem Essen drauf und so, weil alles fancy, dies, das und lokal. Ich glaube, Scholle ist das größte Problem. YOLO. Gourmet-Restaurant. Oha, ist das ein Lokal? Ja. Scholle, ja. Ja, es ist haben die vielleicht in Belgien ein besonderes Essen? Besonders viele Gourmet? Ja, Pommes.
Der wird nicht durchgehen. Und das wird auf gar keinen Fall durchgehen. Meinst du Brause in einem Dann ist die Brause Bern 2. Ja, doch. Ja, wieso Brause? Brause fühle ich auch. Guck mal. Wenn du in irgendein krasses, wenn du in Nobu gehst, so Los Angeles oder so, kriegst du dann da eine Brause oder eine Fanta oder was? Oder kriegst du da einen krassen eine Fanta. Wein oder irgendwie? Also, ja, und was muss ein Wein? Schaum würde auch passen. Tim, Schaum gibt es oft auf diesen genau Gourmet-Sachen. Das ist ja dann keine Soße, sondern so Schaum irgendwie. Richtig. Also, ich bin mir relativ sicher, dass es lokal und Scholle ist. So. Es ist ja aus irgendeinem Grund ein Gourmet-Restaurant und kein normales Restaurant. Ja. Also muss ja noch irgendwas übel krasses sein, ne? Es kann ja aber auch obviously lokal und Scholle sein. Und ist, dann noch was zu Kopf. Lokal, oder? Ja. Wollen wir mal Lokal und Scholle machen? Ja, guck mal, dann ist das nee, immer nicht Scholle. Ja, bitte nicht, bitte nicht. Da mache ich lokal, gar kein Problem. Verantwortung habe ich. Wait, what? Nicht Scholle. I trusted you. Never again. So, also jetzt hau das raus. Never again. Wir sind wieder bei Among Us. Wenigstens warst du neutral. Also, richtig, richtig. Mann! Guck mal, das hätte mich jetzt auch gewundert. Aber sie können, also drei finishen wird auch schwer. Haben wir noch was über von Weihnachtsgans? Eigentlich schon, ne? Ja, theoretisch. Also Stollen und Futter hätte halt zur Weihnachtsgans gepasst, aber ja, es fehlt ja noch eins. Was fehlt genau, Tafel, noch? Tafel war es ja nicht. Genau. Ja, aber ich weiß nicht, was noch zur Weihnachtsgans gehört. Das weiß ich habe auch gar keinen Plan. Ja, Bindung, also dann würde ich, glaube ich, nur Bindung noch sehen als Soßenbindung. Ja. Weil du hast halt immer Soße dabei bei der Gans. Weil es passt ja nichts anderes dazu, oder? Ja, schwierig. Weihnachtsspiel Pyramide, vielleicht ist es nur auf Mikroskop das Mikroskop und Nummer ist aber auch nicht leicht. Brause. Oder noch weiter gegriffen. Also ich meine, wenn man Malz hier zum Beispiel als Brause ansieht und das dann wiederum an die Soße macht oder drüber schüttet über die Weihnachtsgans. Mhm. Vielleicht auch Weihnachten Nummer, weil die 24 da wichtig ist, weil Weihnachten ist ja nur am 24. Das beste Nummer, Wort für diese Reihe wäre wahrscheinlich Naturwissenschaft, oder? Mhm. Pyramide, Mikroskop und Nummer. Das Problem ist, Student. Student kickt das komplett weg. Ja, wir können es erstmal. Kuli ist halt auch, aber ich glaube, Naturwissenschaft für die drei wäre tatsächlich. Wenn es nur zwei gibt, dann wissen wir, dass ja noch ganz dazukommen muss, quasi. Wäre tatsächlich so. Ja. Gut. Genau. Steckt das Mikroskop ab und mit der Mathematik Nummer dass wir auch und noch Pyramide. Von Kopf jetzt noch was drin haben, ne? Also, das können wir ja auch dann ausschließen. Also, ich würde Brause sogar ausschließen, weil ich glaube, ich bin sehr sicher. Fantasep, danke für die 27 Monate Resub. Nils, danke für die 26, du Legende. Lumalu, Krawallmacher. Sereth, danke für die Resubs und Primes. Ausgrabungszahl. Was ist denn eine Ausgrabungszahl? Vielleicht bei Ausgrabung, weil du dann die Sachen unter dem Mikroskop anschaust oder so? Nee, oder? Boah. Könnte sein. Pyramide wegen Ausgrabung. Ja, also Pyramide würde ich auch safe sagen. Also Nummer und Pyramide würde ich safe sagen. Mhm, ja. Das stimmt. Okay, ich klicke auch mal was an. Ich drücke auch. Weil okay, jetzt haben wir noch eins. Ja, also sie hatte drei angegeben. Das heißt, das ist jetzt auch mit Ausgrabungszahl in Zusammenhang und nicht mit der Gans. Oder mit beiden. Also Mikroskop. Vielleicht Ausgrabung, wenn du Archäologie studierst. Das könnte sein. Ja, es ist nicht Brause so schlimm, weil ich die drei hätten, die das wäre wieder schwer zu verbinden gewesen. Aber Student könnte halt auch bei Kopf mit dabei gewesen sein, ne? Ja. Mit dem Krone-Gesicht hatten sie. Dann Murmel passt noch zu Kopf, das sind drei. Es gibt halt in der Archäologie so Reifungsgrade, ne? Also Mumie 10 oder so. Ist echt so ein Ding. Deswegen, wenn sie das weiß, ist es Reifen. Ach so. Ja, oder halt Bindung wegen Mumien. Ach ja. Boah, das ist jetzt das könnte halt. Ja. Weil es passt auch noch zu der Gans. Boah, ist das schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich glaube, Kuli können wir ausschließen, oder? Ja, das würde ich weglassen. Belgien genauso. Spiel, glaube ich, auch. Kapitän auch.
passt gar nicht. Reifen. Ich sag ja, Kapitän ist safe schwarz. Ja, oder halt noch vom Kopf. Oder das, ja. Aber es könnte auch Kugelschreiberkopf sein, Kuli-Kopf. Stimmt. Okay, also müssen wir zwischen den dreien jetzt entscheiden. Also wir müssen, glaube ich, zumachen, ansonsten gewinnen die anderen. Ja. So, okay. Aber. Puh. Ich gehe nochmal hier rechts durch. Wir hatten Nähstich, da hatten wir alles, glaube ich, was dazu gehört. Ja, also wenn Futter halt dazu passt, dann ja. Außer Futter war halt noch von der Gans. Aber vielleicht hat es auch einfach gemacht, weil es sich sowieso überkreuzt. Das könnte sein. Oder wenn es halt davor gewesen wäre, dann hatten wir ja noch überlegt, ob die Bindung nicht zu Nähstich gehört. Mhm. Also ich denke jetzt halt, weil ich ja auch vorher gesagt habe, so, wenn es ganz ist, dann würde halt Bindung als einziges passen, dass sie dann ja jetzt quasi sagt, okay, ich sage jetzt Ausgrabungszahl 3, dann wissen die, Bindung ist es nicht. Hm. Und Student ist vielleicht auch zu weit gegriffen. Boah. Also am ehesten sehe ich dann tatsächlich, wenn es wirklich nur um Ausgrabung geht, Mikroskop. Bindung wäre halt für die anderen übrig geblieben, wenn da was noch übrig geblieben oder wäre. Oder der Reifungsgrad. Ja, also Reifungsgrad könnte sein. Ausgrabungszahl. Was meinst du, Sokuri? Der Timer! Ich glaube eher Mikroskop. Wollen wir dafür gehen? Ja, was anderes bleibt uns nicht übrig. Ja, okay. Let's go. Nice! Oh mein Gott, die Zahl war, die Zeit war so lange auf Null schon. Oh Gott. Ihr wart so 30 Sekunden auf Null, hä? Ja, ist ja nicht so schlimm. Ja. Ist ja nur ein grober ich weiß. Richtwert. Nice. Können wir hier rausholen? Ja. Ich bin völlig fertig. Können wir darüber reden, dass meine roten Wörter, die waren David, Stollen, Nummer, Futter, Mikroskop, Kreuzung, Pyramide und Fingerhut nichts miteinander zu tun haben? Gar kein Wort hat irgendwas miteinander zu tun? Was hast war aber das? Gut gemacht. Also, was war das für ein Brett? Stimmt. Ich wurde komplett geintet. Ja, aber damit haben wir dir also, relativ schnell weggenommen. Ja, aber das war mein erstes Wort für eine Verbindung. Das hat mir nicht mal geholfen. Lol. Oh krass, aber Braus war nicht bei Kopf mit dabei. Nee. Braus habe ich auch übersehen tatsächlich, ja. Ja, was hast du denn bei Kopf gedacht? Das würde mich jetzt interessieren. Okay, pass auf, ich schlüssel das mal auf, ja. Ich habe gesagt, das ist extremes Risiko, aber halt hoher Payout. Wenn ihr die richtigen Sachen anklickt und ein paar waren ja dabei, die waren schon ein bisschen offensichtlicher. Kopf und Krone und dann habe ich mir gedacht, so Gesicht und Miene, ne, auch wenn man Miene eigentlich anders schreibt, aber ja, Miene verziehen, ne, Miene verziehen, Gesicht, das ist alles so Mimik. Ich habe erst über Mimik nachgedacht und dann Krone war dabei. Reifen, Haarreif im Endeffekt, ist schon ein bisschen weiter weg. Kopf, Student. Ich wollte erst auch Köpfchen schreiben, aber bei Köpfchen habe ich zu viel Angst vor Spiel gehabt. Und dann hatte ich Kopf und Murmel, das habt ihr. Und es war's. Gesicht, krass. Krone, Reifen, Murmel, Miene, Haarschaum, Kopf. Insane. Krass. Doch Head and Shoulders. Ja, war doch Head and Shoulders, wollte ich gerade sagen. Ja. Genau. Hey, kein Placement. Ja, also es war schon. Ich habe gesagt, so, die werden nie im Leben auf alle sieben kommen, aber ihr habt halt immer dann was ihr noch anklicken könnt, so, ne? Ja, das stimmt. Im Zweifelsfall. Aber nice. Man kann auch im Nachhinein immer abgleichen, so passt das zu Kopf oder halt gar nicht. Das ist schon gar nicht so clever. Am Anfang so ein großes Problem. Das Problem war halt dann, dass ihr darauf gekommen seid, dass David ja auch einen Kopf haben muss. Und da war ich so, oh, scheiße. Ja, David, der hat auch einen Kopf. Da war ich so, das ist ja zu so. In Belgien gibt es Leute, die haben alle Köpfe. True. Also, der Student war halt übel gut, dass der Student bei uns stehen geblieben ist, weil der Student halt so mit deiner Nummer und deinem Mikroskop und so. Und dann hat Tim Horus irgendwas mit Reifen gelabert bei Ausgrabungszeit. Ich dachte, ich wäre verrückt. Ich habe schon voll verwirrt. Das Geilste war, dass Christo das ja abgekauft hat und dachte, ja, ich meine, das war schrecklich. Der Reifungsgrad von Mumie. Krise. Geilste Reifungsgrad. Oh Gott, Christo, nein, jetzt habe ich gerade darüber geredet. Oh ja, lecker, die Mumie, die Eichenfass gereift ist, 30 Jahre lang. Boah. Ja, manchmal stressig, ne? Ja, übel, vor allen Dingen, wenn du halt einfach die Verbindung nicht siehst, so. Ja. Und du so denkst, hä? What the fuck? Was haben diese Wörter gemeinsam? Ich weiß nicht, ob das geht, aber was ich übel lustig finden würde, wäre, wenn man mal mit vier Leuten pro Team spielen könnte und einfach zwei Geheimdienstchefs hat. Geht das nicht eigentlich auch? Boah, ich habe keine Ahnung.
Finde ich voll cool, wenn sich zwei Leute so absprechen können, wie man Dinge verbindet. So, aber dann hat man vielleicht nochmal bessere Ideen. Da hätte man so Big Brain Moments, wo kann man so Teamwork machen. Kann man das machen, Chat? Keine Ahnung. Was denn? Du kannst ja dann zwei Spieler wegnehmen. Ich will Chat nicht aufmachen, aber... Und die dann halt einfach ungejoint halt, sag ich jetzt mal, mit den zwei machen. Theoretisch. Ja. Aber dann sieht halt einer nichts. Der kann ja dann streamen. Also im Discord. Ja. Aber da steht ja auch Geheimdienstchef. Sprich, ja, eigentlich muss man da zwei Leute reinmachen können. Ja. True. Würde ich gerne mal testen, das wäre bestimmt cool. Ja, man kann ja auch einen Ermittler theoretisch machen. Und dann zwei Geheimdienstchefs. Aber zwei Ermittler ist cool, weil die Leute halt dann irgendwie miteinander reden können. So, ja. Und man nicht andauernd so still im Discord sitzt. So 2-2 fände ich ganz cool. Würde ich gerne mal probieren. Braucht man halt 8 Leute für das. Das ist halt das Ding. Insane. 8 Leute ist sehr viel. In the membrane. War schon schwer genug, überhaupt 6 Leute zu finden. So. Ja, das stimmt. Ja, gut, es sind halt super. Am Dokumi-Wochenende. Ja, sind halt super viele da. Super viele. Ich wusste gar nicht, dass das so groß ist. Ich dachte, das ist nur so. Treffen sich ein paar Leute im Park. Ich glaube, das ist so ganz groß für Cosplay und Art. Aber Dokumi und Japan-Tag sind zwei unterschiedliche Dinge, oder? Ja. Ich glaube schon. Ja. Weil der Japan-Tag ist ja immer das, wo Leute so. Das ist ja mehr so. In irgendeinem Park, ne? Was ist mit Japan-Tag? Der ist in der Das ist so Outdoor, das ist oder? Das ist dieselbe Area einfach. Ist beides Outdoor. Bei Japan-Tag triffst du dich halt am Rhein. In Rheinwiesen. Ja. Und bei Dokumi. Ich war da noch nie, aber da gibt es einfach einen Park und dann halt immer ein Messegelände, so wie ich das verstanden habe. Okay. Ich hab's bei Crunchy in der Insta-Story gesehen, dass die so mit 17 verschiedenen Fotografen irgendwie so stundenlang irgendwie Fotos macht, so ich würde einfach so sterben. Jeder Story-Swipe ist einfach ein anderer Fotograf, das ist richtig lustig. Ja, das war so krass. Das ist bestimmt cool, wenn du dann so viele Ergebnisse von deinem Cosplay hast, die du so herzeigen kannst und so. Ja. Jeder Fotograf hat auch so einen eigenen Stil wahrscheinlich und so. Ja. Das Editing ist ja immer. Ja, und auch eine andere Kamera, ein anderes Objektiv, das macht ja auch mal voll viel aus. Ja, das stimmt. Beim Editing merkt man es aber richtig krass, finde ich so. Ja, safe. Weil manche, das merkt man auch, wie wir schon mal drüber geredet haben. Also manche Fotografen wissen halt so, die fotografieren ganz gut so Männer, aber Frauen bearbeitet man ja normalerweise ein bisschen anders. Und die pumpen dann immer so Kontrast und alles voll hoch und das sieht bei Frauen halt immer nicht so super gut aus, finde ich. Ja, die pumpen, glaube ich, immer diese genau das wollte ich gerade sagen, Struktur, die pumpen die Struktur immer so hoch und dann sieht das immer so ganz körnig aus. Und es sieht bei Männern cool aus, aber bei Frauen einfach so ein bisschen unvorteilhaft. Ist echt so, ja. Ich finde es bei Männern, also ich persönlich finde es jetzt auch nicht so cool, weil du halt dann jede Pore immer siehst. So. Das ja, aber ist bei ja Männern jede... ist es irgendwie cool und so männlich. Es gibt aber nochmal einen Unterschied zwischen Körnung und Struktur. Struktur macht ja so helles und dunkel, ganz crazy. Christmette, ja, das ist irgendwas Weihnachten. Ja, das ist das Problem. Also Christmette, das ist... Was das ist? Naja, das ist einfach irgend so eine Weihnachtsfeier oder so, glaube ich. Christmette gibt's bei uns in Bayern jetzt auch so nicht. Zumindest weiß ich jetzt nicht direkt, was es ist, aber es hat irgendwas mit Weihnachten zu tun. Ich weiß nicht, was das ist. Deswegen Kapelle würde ich... Naja, Linda, das ist, glaube ich... Ich glaube, das ist die Messe vor Weihnachten. Hat sie Messe schreiben sein? Wollen und hat sich verschrieben? Nee, das heißt wirklich Christmette, Linda. Sorry, wir sind einfach zu ungläubig, aber in Kapelle gehört hier... keine Religion. Ja, Linda, Kapelle gehört hier mit rein, glaube ich. Ich lässt übernehmen. Ich weiß gar nichts. So, Christ, Lametta, Kapelle, klingt schon mal gut. Und dann haben wir. Such mal da irgendwas, was zu Weihnachten passt. Wohnung. Weihnachten feiert man in der Wohnung. Okay. Es gibt einen Heringsbraten zu Weihnachten. Ja, Licht vielleicht Licht auch. Vielleicht, ja. Ja. Der Pudel wird gegrillt. Nee, der Hirsch. Da, Brille, Lokomotive, nee. Start, Weihnachtslokomotive. Der Polarexpress. Horst, Pudel, Qualle, Rinde. Stunde. Oh, Stunde vielleicht. Ich weiß, keine Ahnung. Kapelle und Lametta. Safe Call. Wo kommt Sakuri denn her, wo man weiß, was das ist? Ist Christmette nicht einfach zu der Gottesdienst?
vor Heiligabend. Das heißt doch, Messe ist das. Nee, das heißt halt Christmette in manchen Bundesländern. Ich hab das noch nie in meinem Leben gehört. Ja. Das Wort hat sich Sakura ausgedacht. Stamm. Weihnachtsbaum. Ja, aber ist weiter weg, glaube ich. Der gute alte Weihnachtsstamm. Der Weihnachtsstamm. Einfach kahl. Also ein Baum. Ja, Linda, ich gehe hier mal für Kapelle und Lametta, ja? Ja, viel Spaß. Ich weiß hier nichts. Da bin ich richtig raus. Und... Super. Naja, Stunde, zur späten Stunde. Christmette ist normalerweise abends irgendwann. Ich glaube, man geht zur Christmette und dann kommt man nach Hause und dann gibt es halt Bescherung. So. Wenn Christmette das ist, was ich jetzt auch unter so... Christmette verstehen würde, aber vielleicht liegt ja falsch. Zum Glück bist du gebildet, Alter. Zum Glück bist du kultiviert. Ich weiß nichts. Ja, musste mal in die Kirche gehen, bevor es Geschenke gab. Wir mussten das nicht. Wir haben ein Gedicht aufgesorgt, dann haben wir unser Geschenk bekommen. Das musste ich einmal machen. Einmal. Und dann haben die gesagt, nee, komm. Machen wir nicht nochmal. Lass mal lieber. Ja, nee, also ich, volles Vertrauen, ne? Du bist hier der Bayer. Der Kultivierte. Ja, ich würde Stunde mir merken, aber ich würde hier erstmal... Ratenband machen, glaube ich. Licht alles und Stunde würde ich so ein bisschen sehen, aber... Alles klärchen. Stunde ist... Ich bin eher bei Stunde, aber wir machen trotzdem mal Ratenband. Alles klärchen. So reicht erstmal. Können wir uns merken. Sakuri, bitte keine bayerischen Wörter mehr. Christmette ist nicht bayerisch, Linda. Ja, dann... was ist das sonst? Österreichisch. Bitte Wörter, die ich kenne. Danke. Ich sag gar nicht, woher das kommt. Ich hab das schon mal gehört, aber... Ich hab das noch nicht mal irgendwie irgendwann gehört. Ich habe dieses Wort noch nie gesehen in meinem Leben. Wie ungläubig du jetzt auf einmal bist. So. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ja. Das ist bestimmt so ein NRW-Ding wieder, keine Ahnung. Ah, oh, die NRW-Leute wieder. Auf gar keinen Fall, Junge, habe ich auch noch nie gehört. Also ich habe es ja schon, ich weiß ja, was das ist, so, wenn das halt nicht komplett falsch ist, was ich erzähle. Ja, nee. Ich glaube, das ist halt wirklich einfach so die Messe. Die Messe an Heiligabend. Ist das nicht einfach, also, ich weiß nicht, ist das nicht einfach so ein übel altdeutsches Wort? Ja, Mette, was ich unter Mette als Bayer verstehe, ist halt laute Musik. So. Echt? Okay. Bayerisch. Ich verstehe darunter Mett. Ja. Mette-Brötchen. Chris-Mettenbrötchen. Mett-Brötchen. Ich kenne Mette nur von Friesenjungen, weil der Holländer sagt da, man sagt, ich mag gute Mette. Das ist einfach. Ja, in Bayern sagt man auch Mette. Auch einfach Ort. Musik. Ja, Pudel. Hering. Ja, vielleicht ist dann doch eine Rinde, war. Hirsch, ist auch ein Tier. Hä, was machen wir jetzt? Der Windhund? Der Windhund vielleicht? Wind? Ach da, hä? Nicht, dass ihr den Windhund vergesst. Lieber... Ja, auf ein Tier müssen wir jetzt verzichten. Das ist jetzt sehr traurig für die Tiere. Ja. Aber ein Pudel. Lieber ein Spatz in der Hand als ein Taube auf dem Dach. Ein Pudel ist halt eine Tierart und also ist schon auch ein Tier, aber jetzt nicht so wie die anderen, weißt du? Ein Pudel ist ja aber ein Pudel. Hering ist ja auch das, was du zum Beispiel bei Zelten reinklopfst. So, da kannst du halt auch einen anderen. Ja, oder nicht? Ja, aber. Wieso ist denn das, was ich sage, falsch? So wie ich Tim kenne, ist es halt nicht hier Spudelqualle, sondern so Wohnung für Haustier oder so. Aber was ist denn, oder Tierarzt. Was ist denn nur ein reines Tier, also ohne dass man da eine andere Begrifflichkeit befindet? Ist doch wohl ein Hirsch, oder nicht? Ja, safe. Hirsch. Bist du eher für Pudel als für Hering? Ich glaube ja. Wobei, ja, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall erstmal für Hirsch. Okay. Perfekt. Aber Qualle ist doch einfach illegal, dass ihr dann jetzt alle Tiere habt, die hier drauf sind. Aber es kann ja auch gar nicht sein. Das ist wirklich illegal. Ich geh mal auf ein rotes Wort, danke. Auf ein blaues. Ich geh mal auf Qualle. Perfekt. Okay. Okay, Pudel oder Hering? Ich würde eher Stress. Was würdest du eher nehmen? Ach, Mann. Ach. Oh, man. Einen Schluck machen. Ich würde eher für Hering gehen. Dann gehen wir für Hering. Perfekt. Ach, ja, aber ist das. Ja, aber dann. Dann hat Tim das ja so gemacht. Das wäre der Hund gewesen. Ja, ihm war einfach egal. Das weiß ich. Ich wollte gerade sagen, dann sagte er, hat wahrscheinlich gedacht, okay, eins davon ist halt weiß, den Risk take ich. Sprich, Tim, lucky, nehmen wir gleich. Tim, dass du einfach alle Tiere hast und eins weiß ist, ja. Illegal. Ja, ist wirklich auch seine Schuld.
Hat er nicht gesagt, ich hab nur gesagt, er ist lucky. Ich aber. Wer nicht? Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Board. Ach so. Christmette. Ach so. Ja, Kurive, es kommt nochmal hier irgendwas, was ich die gar nicht kenne. Ja. Verbot für Christmetten. Karnevalsmette. Sakuri, kein Hate von mir. Ich weiß genau, was Chris meint. Hate von mir. Bin so sauer. Nicht hin. Seit der letzten Runde bin ich so sauer in meinen Wörtern. Pass auf, jetzt kommt am Ende raus, dass Chris meint in Wirklichkeit was ganz was anderes ist. Aber ich meine, ich weiß, dass es zu Weihnachten gehört. Sprich, und Kapelle und Lametta waren eher easy. Und ich glaube, Stunde ist noch mit drin. Würde ich zumindest vermuten. Ja. Sturm 3. Hä? Sturm? Der Sturm. Was ist das? Boah, kennst du das? Entschuldigung. Okay. Wind? Wind? Ja. Und... Sturmfrei? Ja, was? Wenn Wohnung, wenn du alleine eine Wohnung hast, so dann, also du hast ja dann sturmfrei, wenn also die Eltern nicht da sind oder. Aber dann hätte sie ja sturmfrei schreiben können. Ja, hat sie aber nicht. Ja, genau. Hey, ich versuch doch nur irgendwie drauf zu kommen, Linda! Ja, aber dann nimm doch was. Hä? Nimm jetzt die Wohnung. Ja, Sturmlicht! In Hamburg ist es stürmisch. Oft. Da geht der Wind immer so, ne? Ja, ja, ja. Das merkt man den Hamburgern auch an. Ja, ja, ja. Ja. Sturm. Sturm. Sturm, Rinde, Rindensturm, Dachsturm. Also, was? Sturmdach, da will man. Ja, Sturmdach vielleicht. Was? Ja, wenn es stürmisch ist, will man ein Dach über dem Kopf haben, ne? Weil sonst, wenn man an die Schweinchen denkt, die hatten dann so ein Strohhäuschen, hat der Wolf einfach weggepustet. Aber der Typ, der so Backstein benutzt hat, der war safe. Oder? Ich spüre die Confusion bis hierher von Linda, wirklich. Das ist so lustig. Das ist so lustig. Das war ganz schlimm gerade. Linda, klick doch einfach mal Winter an jetzt. Okay, mach ich. Ich drücke auch mal was. Ja. Wäre so sad gewesen, wenn das jetzt falsch gewesen wäre. Also, pass auf, ich mache jetzt den übelsten Five-Head. Man sagt ja auch, Auge, im Auge des Sturms. Und was ist noch im Auge? Die Iris. Iris. Ja. Oh, ja. Oh, ja, ja, ja. Ah, ja. Linda! Wow! Ja. Aber hat Sakuri da auch dran gedacht, ist die Frage. Das ist auf gar keinen Fall. Ich find's tatsächlich nicht schlecht. Hm. Ja. Ich finde ja, aber auch mein Dach nicht mehr schlecht. Mehr habe ich nicht. Okay. Wir klicken auf gar keinen Fall auf Dach. Warum denn? Und auch nicht auf Wohnung, weil das keinen Sinn macht. Hä, hey, was willst du denn so eine Sturmbrille? Keine Ahnung, vielleicht Hamburg wegen Handsturm. Hamburger. Ja, Hamburger finde ich noch schlimmer als Dach und Wohnung. Hä? Aber Hamburg, ja. Da ist doch immer so windig an der Kiste. Ja, Kiste. Sturm. Kiste. An der Küste, meine ich. Ja, ach, was ist ja der Hamburger? Ja, aber ja, du musst ja mal um drei Ecken denken. Du kannst ja nicht immer nur straightforward denken bei Codenames, Google. Linda, mach doch einfach mal einen Call. Ich traue mich ja auch. Ich weiß gar nichts hier. Ja, dann übernehme ich die Verantwortung, weil ich wenn sage, es ist Dach. Wenn du jetzt auf Dach klickst. Naja, dann sag doch, was du haben willst. Ja, aber nicht Dach und was anderes. Ihr seid schon Dach. Bei Null. Ja, ich... Oh mein Gott. Was hat denn Dach mit Sturm zu tun? Naja, was? Du willst was? Ein Dach über dem Kopf, wenn es stürmisch ist draußen, ist doch das klar. Das macht überhaupt kein Dach Sinn. Ah! Bei uns Mann, ich so krieg so Bestimmung. Trennungsflashbacks von meinen Eltern gerade, wirklich. Die wussten auch nicht, ob sie auf Dach klicken sollen. Bei uns hat es mal so krass wegen dem Streit. Dass voll viele Dachziegel runtergeflogen sind. Das wolltest du mir erzählen. Ja, siehst du, wenn du mir das so... herbeigeleitet hättest, hätte ich es auch verstanden, so wie Toni ja, das gemacht hat. Tim, keine Toni Sorge, wir kommen dich beide noch besuchen. Ich verstehe dich, Base. Sehr gut. Danke, Toni, jetzt habe ich es auch verstanden mit dem Dach. Ich fand sturmfrei übel gut, aber Iris fand ich auch nicht schlecht. Das war ein bisschen weit hergeholt. Hättest du auch nicht gewusst, ich fand auch alles sehr stark, sehr logisch.
Mann, die kleine Intnase ist doch. Das Dach war ja so nah dran an Sturm. Was soll das denn? Beim nächsten Mal kriege ich einfach drauf, ist mir egal. Ja, lass doch mal über Sturm frei reden. Dann hätte sie Sturm frei schreiben können. Ja, vielleicht hat sie ja nicht dran gedacht. Ja, da denkt man aber dran. Nö. Doch. Also, wenn ich an Timo denke, denke ich an Schrank. Ist ein Mann, das ist ja Mann. Keine Hamburgerin. Das stimmt, Toni. Nichts ist männlicher als ein Holzfäller, der so einen Stamm in der Mitte durchhaut. Und Männer brauchen auch ganz oft Hände. Oh, dann wird mir bei Männer-Fujo-Page vorgeschlagen. Bei TikTok. Immer. Der ist immer. Richtig hot. Ich will auch so aussehen. Ich wünschte, ich wäre das Holzstück. Oh ja, wie ein Schrank. Das ist ein Schrank. Also das mit dem Schrank war sehr weit hergeholt, aber ich habe gedacht, so, wenn man sich die Wörter auch noch anguckt, ein Dirigent ist ja auch männlich, oder? Sonst wäre es ja eine Dirigentin. Ja, wenn wir aber Hamburger nehmen, müssen wir eigentlich Schrank auch einen Dirigent nehmen, ne? Ist genau wie Tim also denkt. Ich nehme jetzt erstmal den Schrank. Horst. Safe. Nein, wir nehmen zuerst den Pudel. Dann nehmen jetzt wir den Horst. So. Ja, also ich habe Schrank schon gefühlt, bin ich ehrlich, ne? Aber jetzt, wenn Dirigent, Held und Arzt. Aber bei Cornelis ist, denn again, bei Cornelis ist ja nichts irgendwie. Ja, und ein Held. Ist auch ein Held und kein Held. Hat ja nichts irgendwie geschlecht. Aber ich will Brille und keine Brille. Immer das Maske. Oh. Aber ich glaube, das Hamburger ist offensichtlicher, oder? Generisches Maskulin, ne? Nee, actually bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Aber da, vielleicht hat er einfach nicht dran gedacht, dass das ja alles so ist. Und hat, findet Mann halt einfach einfacher. Naheliegender. Kann ja sein. Nee, also wir können nicht, Hamburger, Dirigent und Arzt nehmen. Und Held. Würdest du eher Hamburger oder Schrank nehmen? Fangen wir mal so. Eher Schrank. Dann nehmen wir den Schrank. Ja, schade. Schade. Der Mann-Schrank. Der Schrankmann. Da war vielleicht doch nicht so falsch mit irgendwie. Ich glaube, es war Hamburger, doch. Ja, warte mal eine Runde noch ab. Ja, stimmt. Das mit der Brille hat mich gerade gekillt. Der war übel besser. Ja, ich bin aber auch alt. Ich find's was lustig inzwischen. Ach so, verstehe. Ja, okay. Ja. Okay, ganz kurz eine Motivationsrede, ja. Also wenn wir es in der nächsten Runde schaffen, dann sind wir alle auf einer Wellenlänge. Wir schaffen das, wir können das. Ihr seid T und H. Das T in Toni steht für Tim, das H in Hahn für Horus. Horus, wir sind das Team. Wir müssen Basov Lester Kuri in den Boden steigen. Richtig. Gar nichts müsst ihr. Moro ist so verzweifelt, der muss schon Motivationsrede machen. Oh, jetzt geht's weiter. Oh, das ist ein Held. Ich weiß was, Das ist ein Held. Das ist auf jeden Fall. Superman. Das ist kein Hamburger, das ist überhaupt Brille, nicht. Das ist gelogen. Ja. Wow, wir sind so gut. Sind nur zwei Fragt jemand, wer ist Ken Clark? So pfeifet. Ken Clark ist Superman. Na, warum hast du den jetzt direkt beendet? Jetzt? Oh. Oh Mann. Wir hätten ja nochmal über Wohnung nachdenken können. Entschuldigung für beide Sachen. Ich war so schnell. Ich dachte, boah, ich dachte, es geht darum, dass wir seine Geheimidentität veröffentlichen. Auch beides. Wir wissen ja, dass wir bei Sturm nichts wissen. Deswegen habe ich weitergemacht. Ich weiß nicht, ob ich zustimme. Und ich weiß, dass der Kuri drei Wörter verbinden kann, weil sie ist einfach die Schlaue. Ja, aber wir können ja jetzt vier Wörter verbinden. Ach, auf gar keinen Fall könnt ihr irgendwas machen. Negativ, das ist unmöglich. Das ist das Problem, weil wenn das wirklich so... Nee, Held wäre ja laut Tim dann auch ein Mann gewesen. Der hat an irgendwas anderes gedacht, oder? Beim Mann. Vielleicht ist es wirklich aber Dirigent und Arzt einfach. Ein Held hat er nicht gedacht. Ach, keine Ahnung. Kann mich. Tims Kopf und meiner, das sind einfach ganz unterschiedliche Wellenlängen. Ja? Ganz, ganz unterschiedliche. Wir mögen uns ja trotzdem. Now what? Aber Kommunikation zwischen uns
auf Codenames bezogen ist nicht möglich. Was war denn dein Sturmwort, Christian? Wohnung. Christian, dann hätte sie doch Sturm frei schreiben können. Ja, aber vielleicht hat sie es halt einfach nicht gemacht. Aber das macht doch keinen Sinn, wenn du denkst, es ist sturmfrei. Dann hätte sie doch denken müssen, ach ja, Wohnung, sturmfrei, dann schreibe ich mal Sturm. Dann hätte sie doch sturmfrei schreiben können. Ja, dann wären wir vielleicht einfach zu weit vom Wind weg gewesen. Hätten wir vielleicht nicht an Wind gedacht. Nee, das macht ja keinen Sinn, weil dann hätte ja trotzdem noch Sturm da gestanden. Du kannst die Wörter ja auch einzeln sehen. Hm. Was, bei frei sehe ich jetzt vielleicht auch nur einen Start oder so, der gepasst hätte. Ja. Das weiß ich. Am Ende ist es die ganze Zeit Wohnung. Pass auf, es ist einfach wirklich Iris. Aber die ist es nicht, weil es ist einfach wirklich Iris. Oh. Stimmt, das ist unser Wohnung gegen Iris-Battle hier gerade. Das habe ich schon wieder voll vergessen mit der Iris, weil das so Blödsinn war eigentlich. Ich fand es nicht so Blödsinn. Aber es ist halt unwahrscheinlich, dass sie auch genauso gedacht hat. Ja, da muss man aber auf einer Wellenlänge sein. Ich weiß nicht, ob ich auf einer Wellenlänge mit Sakuri bin, mit unseren Gedanken. Vielleicht schon. Wir haben beide Spiele Animal Crossing gespielt. Als du es gesagt hast, war es in meinem Kopf so, ah, warte mal, das ist eigentlich voll smart. Ja, ja, ja. Aber beide müssen halt genauso smart. Augenoperation, ja, okay, das ist nämlich... Nevermind. Das war so dumm, das war auch... Das war nur ein Witz, dass ich... Junge. Ja. Ja. Aber sie können nicht finishen. Ist okay. Ja, wir gehen dafür, oder? Ich meine, was soll es sonst sein? Ich meine, man muss auch... Das heißt, Mann war Arzt und das heißt, das Dirigent auch noch... Die Augenoperation findet in der Wohnung statt. Weißt du, was ärgerlich ist? Er hätte jetzt drei machen müssen. Aber wobei, wir können da nicht weiter raten, ne? Da, wir können eins noch mehr raten. Also drei insgesamt. Also Iris ist es doch safe, oder? Ja, ich nehme das. Perfekt, dann nehme ich den Arzt. Ey, das ist nicht blau. Das kann ich gar nicht glauben. Das war so eine Pfeifert-Überlegung. So. Okay, gamble wir jetzt Mann. Noch? Ja, safe. Hamburger, hätte ich gesagt, oder Dirigent? Aber was ist, wenn ihr jetzt ein blaues anklickt? Lass mal ganz kurz nochmal zu deren Wörter gehen. Das Ding ist, weißt du, was deren Wort ist bei Sturm? Das könnte nämlich Hamburger sein. Das, was Basler gesagt hat. Könnte ja halt Wohnungen sein. Und dann würde ich eher den Dirigenten nehmen. Nee. Was ist aber, wenn der Dirigent schwarz ist? Der Hamburger andersrum. Sturm. Dann mal andersrum. Welche drei Wörter wären das denn bei Mann? Horst? Okay. Horst, ja. Hält was nicht. Arzt? Maybe? Ja, aber man würde doch nicht Arzt nehmen, wenn es auch Held sein kann. Oder, was hatten wir noch? Weiß ich nicht. Also ich würde... Wollen wir Dirigent einfach nehmen, Toni? Na gut. Jawohl! Oh mein Gott, was? So! Als ob! Hätte ich nie mit gerechnet. Okay, krass. So, Sakuri. Jetzt finishen wir einfach. Na klar. Easy. Linda, wir brauchen jetzt mal Positivity. Wenn es die Wohnung ist, war das meine letzte Codenames-Runde meines Lebens. Schade. Dann war es die letzte. Sag mal, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich glaube, der hat einen Reifen verloren. Das sieht gar nicht aus. Entschuldigung. Ja, geschickt mit deinem Gena. Start. The Good Old Oakland. Oakland. Die Oakland Raiders. Sehr berühmtes Baseballteam. Hand, Baseball, Hand. Nein, Oak ist eine Eiche, die einen Stamm hat. Ein Baum. Ohne Rinde. Oh oh. Warte mal, jetzt bin ich komplett verwirrt. Was ist das schon wieder für ein Wort? Ich bin so überfordert. Ja, sie wollte halt Oakland. Oakland hat sie. Ist aber gar nicht so schlecht, wenn man davon ausgeht, dass Stunde richtig ist, weil wir ja noch eins haben. Und Oak. Eiche. Ja, aber dann haben wir doch Rinde, ja, und Rinde Stamm und Start. Ach du meine Güte. Also Start können wir rausnehmen, glaube ich. Und dann ist, vielleicht gehört Sturm zu Start. Was? Ja, weil es doch hier
vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren einen Sturm auf die Bastille gab. Nicht auf die Bastille, sondern auf hier. Ich weiß bin schon. Komplett raus. Tschüss. Ich verstehe gar nichts mehr. Was ist denn in Oakland überhaupt? Wo ist das? Bastille ist natürlich kompletter Quatsch, aber die haben doch hier. Was war's denn nochmal? Ist auch egal. Sturm hat zu Start gehört. Mir relativ sicher. Klick an. Was hat denn Sturm mit Start zu tun? Was? Ich bin ja, die haben doch hier das Capital. Gar nichts. Die haben doch hier das Capital gestürmt. War das nicht das Weiße Haus oder so? Nee. Weiße Haus war es nicht. Es war das Kapitol. Ah, das Repräsentantenhaus. Ja. Ah. Und dann haben wir. Stunde muss ja richtig sein, Linda, weil wir nur zwei gekriegt haben. Außer es ist Wohnung, aber das glaube ich nicht. Was ist denn Oakland? Ein Bundesstaat! Ein Bundesstaat! Aber. Oh, ich verstehe gar nichts mehr. Hä, ist doch smart. Also, wie willst denn du sonst Staat und Rinde oder Stamm verbinden? Aber ich habe gedacht, Staat ist von Sturm. Ja, aber das wussten wir ja gar nicht. Das wissen wir hier zuerst. Ich bin so überfordert. Mach bitte weiter, ich kann nicht. Ja, wir müssen uns halt drüber unterhalten, ob Oakland, ob das Rinde oder Stamm ist. Das ist halt ein 50-50. Weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt nichts über Oakland, außer dass es irgendwo in den USA ist, oder? Ja. Was für mich halt. Was ich mir gerade denke, ist, Staat und Stamm kriegt man bestimmt einfacher verbunden als Staat und Rinde. Und deswegen hat sie Oakland genommen. Weil wenn du einfach nur Staat und Stamm hast, dann wird man ja wahrscheinlich irgendwie. Weiß ich nicht, auf andere Wörter kommen. So. Ich bin raus. Good luck. Okay. Dann mache ich einfach. Ich denke, es ist Stunde. Für die Christmette und Rinde für Oakland. Alles klar. Oh, das geht, ja. Was? What the also, fuck? Hä? Wie? Ja, auf jeden Fall auch genau so. Als ob du da nicht Stamm gehst. Oh, ja, weil Stamm Scheiße. Und Staat anders verbunden worden wäre, glaube ich. Es ist halt einfach, die Wörter waren so kacke zu verbinden. Es ging halt einfach gar nichts. Jetzt bin ich traurig. Ich dachte mir, geil, nach dreimal Codenames, mein erster Win. So zum Reifen nach. Ja, Oakland. Oh, Oakland ist eine Stadt. Ja, klar. Und Raiders ist ein Footballteam. Ja, ups. Krass, Leute, ich kenne da doch nicht mehr so. Oh, Scheiße. Was wollt ihr von mir? Immerhin wusste ich ungefähr, in welche Richtung wir gehen, okay? Es war halt auch super schwer, irgendwie die Wörter. Und dann. Ja, und Sturm auf die Bastille. Er ist natürlich komplettes Quatsch. War kompletter Quatsch. Das war das Capital. Das ist mir rausgerutscht. Tut mir leid. Auf gar nichts mehr. Einfach okay, noch eine Runde, ich mache jetzt komplett fertig. Ich kann nicht mehr. Jetzt muss ich. Ich kann nicht mehr. Linda, willst du mal Geheimdienstchef machen? Ach, Linda, du schaffst den Scheiß, mach ich. Ich mache hier gar nichts mehr. Chris, bist du fit? Ich bin fit wie ein Turnschuh. Und du? Ich bin auch fit wie ein Turnschuh. Ehrlich gesagt bin ich gar nicht fit. Warum? Ich habe erst erzählt. Wo drückt der Schuh? Der Turnschuh. Dass mir gerade gar nicht gefällt, dass ich die Sportroutine gerade überhaupt nicht drin habe. Ich gehe gerade nur so ein, zwei Mal die Woche ins Gym. Das ist nicht cool. Oh. Für mich wäre das gut. Aber du bist natürlich ein anderes Pensum, ne? Ja, du machst ja noch so Warum andere gehst du denn Sportarten. Nicht? Ich weiß nicht. Ich gehe nur laufen aktuell. Die machst uns gar nichts. Na gut, aber laufen ist ja. Gehst wie oft? Fünfmal. Es ist halt trotzdem insane. Aktiv sein zähle ich auch schon als Sport so. Was mich abhält, ich prokrastiniere ganz viel. Mist. Meine To-Do-List ist so hoch und dann habe ich, glaube ich, dieses. Ich gucke jetzt einfach noch 10 YouTube-Videos, weil dann habe ich Zeit für mich, obwohl das super dumm ist. Oder spielt ja, 10 Stunden. Ja, aber da erwische ich mich auch oft so. Stehst du hier alleine da, dass man einfach so random dann irgendwie YouTube-Videos guckt und am Ende denkt, ja, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Jo. Mäh. Aber das wird sich einpegeln. Daran muss ich einfach arbeiten. Ja. Muss auch mal wieder ein Gym. Nimm ich mit. Ja, gerne. Ja. Besteck. Löffel. True. Nicht den Löffel abgeben. Boah, und dann? Besteck. Pfanne. Stahl, vielleicht. Ja, also ist halt kein Besteck, aber
Ich glaube, es passt. Pfanne, ja. Nee, Pfanne. Pfannenbesteck? Weiß ich nicht. Sonst passt. Ja, gut. Stahl. Wenn so Stahl ist. Brot, ist Brotmesser? Ja. Brotmesser? Was ist ein. Achso, Puck ist dieses Ding, was man beim Eishockey hat. Ne? Ja, genau. Ich meine, im Hotel gibt's Besteck. Man kann Brot mit Besteck essen. Brotmesser. Aber warum macht sie dann Besteck? Also dann hätte sie ja wahrscheinlich auch was anderes nehmen können. Ist gar nicht so bad, oder? Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel Brothotel, hätte man auch vielleicht irgendwie Frühstück oder irgendwie sowas? Stimmt, ja. Hahn, Ballett, Löwe, nee. Wenn, ja, wenn ich also Löffel, wenn ich Löffel und Pfanne verbinden will, dann schreibe ich einfach Küchenutensilien oder nicht. Okay, und Pfanne, ja. Also ich habe zwar noch nie Joghurt mit einer Pfanne gegessen, aber... True, ich auch nicht. Ich glaube, es ist Brot. Muss ein großer Joghurt sein, wenn du dafür eine Pfanne brauchst zum, zum Löffeln. Fürs Brotmesser. Aber was weiß ich, Toni. Könnte sein, ja. Toni Tunsen. Dino. Dino ich einfach Stahl. Wie denken Sie? Also, weißt du was? Ich lock hier Pfanne ein. Traust du dich? Die Pfanne ist... Also das ist so meine pass auf, Pfanne ist schwarz. Nee, Pfanne kann nicht schwarz sein. Das wäre zu risky gewesen. Ah nee, also ich, die anderen Sachen würden halt auch passen, aber das wäre dann halt so um die Ecke noch mehr gedacht. Oder wir saven einfach und haben das dann ja beim nächsten Mal. Vielleicht wird es dann noch klarer. Das könnte man auch machen. Wir können ja immer einen extra gessen. Stimmt. Stimmt. Ja, wie du magst. Also wenn du dich raus und sagst, definitiv Pfanne, dann do it. Ansonsten bin ich auch fein mit Raten beenden. Ja, Raten beenden, komm. Wir machen dir ökonomische. Tim geht auf für die Eco-Round. Eco-Round. Eco! So, Linda, bist du bereit? Für das Kombinieren unserer Gehirne. Ja. Nebulak. Das ist ein Pokémon. Ich kenne dieses Wort. Ja, ist ein Geister-Pokémon. Geist und Gift. Ich habe nämlich eins Gift gefangen letztens. Ja. Nee, glaube ich nicht. Ich kann das Surfer erlernen. Oder ist es Geist und Stahl? Nee. Okay. Nebula kann keinen Surfer erlernen, soweit ich weiß. Außer ich liege komplett falsch. Und es hat auch nichts mit Stahl zu tun. Ich weiß nicht, ob... Nee, Geist und Gift ist nicht gut gegen Stahl. Aber es ist ein Gas, das Gas von dem Pokémon. Nee. Ich glaube, es heißt auch wirklich das gasförmige Pokémon. Echt? Wenn mich nicht alles täuscht, ja. Ist das dieser, der so in der Luft schwebt und seine Zunge mal so raussteckt? Genau, der Runde. Nee, der ist so eckig, so kantig, so zackig. Das ist Gengar, das ist die Weiterentwicklung. Nee, also der hier steht Apollo. Auf dem Boden. Apollo meinst du? Apollo ist die Vorentwicklung von Gengar und die Entwicklung von Nebulak, ja. Hä, dann weiß ich gerade gar nicht, wie Nebulak aussieht. Das ist einfach eine Kugel mit der Zunge. Das ist einfach nur eine Kugel, ja, wo so ein bisschen... Lila außen rum, wie so ein kleiner Geist und ihr Licht im Endeffekt. Egal, ja. Ich glaube dir, du bist Pokémon-Meister, Christian. Das stimmt, ja. Ich habe kürzlich erst einen Dialga gefangen. Cool. Ja. Ist auch keine Ente, das weiß ich auch. Ja, also Geist ist auf jeden Fall und ich weiß nicht, ob das Int ist, aber Gas, ja. Ist Int, okay. Nee, ist kein Int. Nee, ist kein Int. Ja. War richtig, wusste ich. Da würde ich mal raten beenden jetzt. Na, aber hallo. Okay. Hast ja richtig gut wieder geraten und ich war auch dabei. Na, Nebula kenne ich mir halt aus, ne? Ja, na klar. Manchmal das Problem ist, ich kann das nicht entwickeln, weil ich niemanden habe, der das... Weil das muss man tauschen, weißt du? Findest du auch bestimmt einen von deiner Community, der mit dir tauschen kann. Ja, weiß ich nicht. Manchmal gibt es auch so Trainer, die man anschwatzen kann, die dann so mit dir tauschen. So. Ja, ich habe tatsächlich... bei Diamant mit. Da war so ein Trainer, hat gesagt, ey, willst du Apollo tauschen? Siehst und dann habe ich gesagt, ja, klar, weil dann entwickelt sich das zu Gengar. Ja.
Hab ich getauscht, hat sich nicht entwickelt, hat er gesagt, Edge Badge. Oh. Ich hab dem so einen Stein gegeben, damit sich's nicht entwickeln kann. Was ein Assi, Alter. Ja, richtig Assi. Mich voll reingelegt. Dumme Sau. Würde ich mich beschweren bei dem. Den würde ich erstmal besiegen und sein ganzes Taschengeld abziehen. Ja. Was wird Toni Tunsen als nächstes tun? Chris, hast du Only Up schon durchgespielt? Nee, ich hab's gestern zum ersten Mal gespielt. Für so 2 Stunden. Aber am Ende bin ich runtergefallen. Und dann wäre es mir zu lang geworden. Pain. Ey, ich habe auch, ich habe 2 Streams dafür gebraucht. Also einen habe ich auch angefangen und dachte dann so, scheiße, ich habe viel zu wenig Zeit eingeplant. Und am zweiten dann durchgespielt. Wie lange hast du gebraucht? Boah, Chat, wisst ihr das noch? 201 Minuten oder so stand am Ende. Ich war schneller als Matteo, haben alle gesagt. Das geht, ja. Schneller als Matteo auf jeden Fall. 201 Minuten. Das Ding ist, ich... Ja, es ist halt so ein Spiel, wo man einfach wissen muss, wo man genau lang muss und dann, ja, wenn du das erste Mal geschafft hast, kannst du so ein bisschen, schafft man es halt viel, viel schneller wahrscheinlich. Ich habe halt nach 1 Stunde im 2. Stream aufgehört zu reden. Dann habe ich 3 Stunden ohne zu reden gestreamt und dann habe ich das Internetkabel, nachdem ich es geschafft habe, rausgezogen. Dann war Stream vorbei. Oh, ja. Gestern so ein Tweet von Donny gesehen, der hatte auch irgendwie Disconnect, während er Only abgespielt hat, hat es aber gar nicht gemerkt und hat einfach weitergespielt die ganze Zeit. Heftig, oh nein, das muss scheiße sein. Witwe Sakuri. Definitiv, ja. Königin? Das Königin ist eine Frau. Richtig, richtig. Ja, das ist sehr offensichtlich. Alle anderen Sachen würden eher nicht so. Also, ja, klar, würden funktionieren, aber. Nö, ich glaube. Ja, also, du könntest sagen, großer Stretch wäre Ballett, aber no. Wir gehen dafür jetzt. Ich gehe Witwe. Ja. Und ich Königin. Let's go! Let's und theoretisch, go. Pfanne, Pfanne, maybe. Pfanne. Willst du dich trauen? Ich weiß nicht. Ich probier's. Ah, mein Gott, nein! Ja, rot, sehr gut. Was war denn Besteck? Dankeschön. Das ist sehr nett von euch, dass ihr mir helft. Weil ich bin auch verzweifelt heute. Scheiße. Maybe vielleicht doch Stahl. Besteck. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe noch nie Stahlbesteck gehört. Also ich auch nicht. Silber. Metallbesteck, oder? Oder? Ja, keine Ahnung. Aber Stahlbesteck? Ja, eigentlich nicht, aber... Silberbesteck. Ja, richtig. Anderen Sachen sind irgendwie so... Okay, es gibt Stahlbesteck, actually. Ah. Ja, klar. Rostfreier Stahlbesteck. Ja. Edelstahl. Wie überall in der Küche. Edelstahlbesteck. Dann ist es Stahl. Scheiße. Oder Hotel, weil in einem Hotel gibt es auch Besteck. Oder Horn. Manchmal, also ganz früher hat man Besteck bestimmt auch aus Horn gemacht. Hä? Oder Strauß wegen Blumenstrauß und Blumenbesteck. Besteck. Also jetzt wird's immer wilder hier. Also, was macht ihr denn hier mit Linda? Also. Bitte aufhören, ich bin schon am Boden. Nicht noch nachtreten. Ja. Linda, sehen wir nachher Smalu oder nicht? Ich hatte ihr auf Twitter geschrieben, aber sie hat mir noch nicht geantwortet, deswegen, I don't know. Aber ich glaube, sie war auch am Stream mit Fischi. Sie hat mir geschrieben und ich hatte es dir noch weitergeleitet. Ah ja, sie hat mir actually geschrieben. Vor 2 Minuten. Oh. Anonyme Alkoholiker. Da muss ich erstmal meinen Kopf. Da kommt erstmal. Ich werde abgeholt, sorry. Hast du mir das richtig geschrieben? Das ist der Krankenwagen, den ich gerufen habe für meinen mentalen Zustand. Aber das sind doch 2 Wörter, Hahn. Ja, was ist denn ein Eigenname? Haben wir doch vorhin gesagt, dass es zählt. Anonymer Alkoholiker, ist das ein Eigenwort? Ja, würde ich schon gelten lassen. Ja. Okay. Hahn ist nicht anonym, aber ist ein Alkoholiker? Einfach Cheater. Weiß ja nicht. Ja, ist ein Verein. Hahn würde mir zustimmen, keine Sorge. Oh, okay. Ah, ist ein Verein, okay. Sie hämmert einfach komplett drauf. Verstehe. Ja, das ist ja auch ein gutes Wort gewesen. Da habe ich direkt Trust gehabt.
Ja, was anderes macht ja auch keinen Sinn außer Haaren, ne? Sind wir mal ehrlich. Ja, weiß ich nicht. Was würdest du sonst anklicken? Hat der Haar nicht sogar so eine Streampause, wo er halt in Alkoholtherapie war oder so? Vielleicht die Leute glauben das einfach noch, wenn du das so sagst. Timoros. Chat, es ist natürlich kompletter Quatsch. Ein Spaß. Ja, aber du weißt ja, wie es immer ist mit den Leuten im Chat. Die denken, dass es war. Es tut mir leid. Das darf man nicht sagen, so. Laster. Ja, Alkohol ist ein Laster. So. Richtig, richtig, richtig. Ja, machen wir denkst mal. Ich dachte, Hahn trinkt so Alkohol, wenn er auf so einem Festival ist oder so. Ein Bierchen. Ja, ich kann das halt null einschätzen, ob er aus Joke sich selber reingemacht hätte bei Anonymer Alkoholiker. Es wäre ja schon arschwitzig. Hahn ist doch so ein Lustiger, der versteht doch mal einen Witz. Richtig. Also das geht zu weit, Timos. Ja, dann mach. Jetzt traue ich mich nicht mehr, du hast mir das jetzt schlecht geredet. Ich habe dir das schlecht geredet, ja. Ich habe nur einen Gegenvorschlag gebracht. So wie du bei Wohnung. Nee, bei Wohnung habe ich dir das einfach nur schlecht geredet. Da habe ich keinen Gegenvorschlag gebracht. Kann ich denn hier nicht scrollen in diesem Chat? Keine Ahnung, mach was du denkst. Ich mach das. Mach mal seinen Stream aus. Blauvogel. Strauß. Strauß, ja. Strauß und Hahn. Der Hahn. Dann ist es ja doch nicht. Okay. Nicht rot. Und Stall hatten wir noch wegen bestellt. Wer hat's gedacht? Richtig. Aber was ist mit Papagei? Wegen Vogel? Lauf. Naja, ich würde sagen. Aber deswegen laufen, ne? Weil Papagei fliegt. Lauftempo. Ja. Das ist voll schwer. Das sind ja so mehrere Sachen. Ja, aber Enten können doch fliegen, oder nicht? Ente. Aber ein Hahn fliegt ja nicht weit. So. Na. Ein Hahn ist doch eher ein Laufvogel als ein Ente. Die Frage ist, wie hat sie gedacht? Laufvogel oder Lauf und Vogel? Ja, wenn sie es nur als ein Wort sieht, dann müsste ja Strauß und Hahn richtig sein. Enten ziehen doch auch, oder sind das nur Gänse? Bei Ente. Ich weiß gar nicht, gilt Ente als Vogel? Ja, ich denke schon. Aber Enten können ja auch fliegen. Papageien fliegen auch eher. Ente ist ein Vogel. Also Strauß kann, glaube ich, nicht fliegen. Das ist auf jeden Fall ein Laufvogel, würde ich sagen. Stimmt, und wenn sie extra Laufvogel schreibt, könnte es vielleicht sein, dass das von einem anderen Team sonst noch was ist. Ich weiß nicht. Warte, nee. Sie haben ihren Begriff ja gelöst. Also Enten fliegen auf jeden Fall. Ja. Strauß, Hahn. Aber ein Hahn ja nicht so wirklich. Ja? Aber Tempo passt, schwingen, laufen. Wir müssen auch eigentlich. Der fluppert doch mal, ne? So nur noch drei. Ja. Mit seinen Flügelchen. Wollen wir erstmal Stahl machen, vielleicht? Von dem Besteck? Ja, oder? Do it. Okay, ich do it. Nice. Sehr schön. Wollen wir dann Strauß machen? Ich glaube, das wäre noch am sinnvollsten, ja. Nice. Okay. Es ist Hahn. So, Laufvogel, Tempo oder. Es ist Hahn. Warum sollte das Tempo sein? Ja, irgendwie schon. Beides irgendwie kann nicht so richtig fliegen, kann aber irgendwie schon fliegen. Aber Enten fliegen doch. Obwohl Enten können richtig gut fliegen, scheiße. Ja. Stimmt. Ich bin an den See gegangen, da fliegen doch andauernd Enten durch die Gegend. Fliegen doch auch über den Winter weg, oder nicht? Oder? Boah, gute Frage. Oder? Aber kann er, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Krise. Oh, schwierig. Es muss Tempo oder Hahn sein. Ja, ich glaube auch. Aber was nehmen wir? Zeit ist rum. Ich fühle Tempo. Dann nimm Tempo. Ja! Oh mein Gott! Als ob das richtig ist, ich krieg Krise. Heieiei. Okay, mal gucken, ob uns das überhaupt was bringt. Halber Herzinfarkt.
bin so verwirrt. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Ich bin heute den ganzen Tag verwirrt. Das ist nicht schlimm. Wir sind alle mal ein bisschen verwirrt. Das stimmt. Stock. Stock im Arsch. Sag mal, ja, aber Arsch ist nicht drauf. Das oh, ach so. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Ja. Stockbrot. Ich sehe es. Wow. Guck mal, du hämmert einfach ich drauf. Stimmt, das hatten wir beim letzten Mal ja auch, das Stockbrot, oder? In dem wow. Mittelalter-Dingens. Ja, dann gibt es auch noch die Stockente. Oh. Oder den Stockpapagei. Ja. Die Ente ist ja, auch ein Zugvogel. Ja, ist gefährlich. Kein Laufvogel. Obwohl, ja, aber es ist ein Vogel. Ja, aber kein Laufvogel. Oh. Ja. Aber es ist ein Vogel. Das Vogel. Ist ja, ja, aber ist doch egal. Nee. Eishockeyschläger, Puck. Eishockeyschläger ist auch ein Stock. Hm. Weiß Hahn, dass es Stockenten gibt? Weißt du das? Ja, safe, oder? Kennt sich Hahn mit Enten aus? Er ist ja ein Hahn und keine Ente. Aber Stockente hatte ja jeder schon mal gehört, oder nicht? Ich glaube, als Hahn hat er jeden Vogel durch. Wie gut kennt sich Hahn mit Enten aus, ist die Frage. Dein Hotel hat auch mehrere Stöcke, ne? Oh, schwierig. Was ist die richtige Interpretation hier? Um die Pauke zu schlagen, braucht man auch einen Stock. Oh, richtig. Es wird immer schwieriger. Linda. Christian. Ich bin ja am nächsten an der Ente dran. Persönlich. Alles klärchen, na dann versuch mal dein Glück. Naja, ich würde dir erstmal gerne deine Meinung hören. Ich denke, dass das auch ein Vogel ist. Was ist, wenn das bei Laufvogel bei denen dabei war? Aber was dann? Toni hat ja extra Laufvogel geschrieben. Ente ist ja kein Laufvogel. Die Ente aber fliegt ein Vogel. Ja. Ist egal, die haben ja schon Strauß und Tempo. Na dann. Stockente. Der Hahn kennt sich mit Enten aus. Ich hab das Gefühl, du arbeitest hier manchmal so ein bisschen gegen mich, Linda. Nein. So, jetzt haben wir... Ich möchte nur ein Gespräch anzetteln. Anstoßen. Ein Streit. Ein Gespräch. Oh mein Gott. Okay. Ja. Das war's, oder? Ja, ja, noch 20 Sekunden. Kurz mal drüber nachdenken. Ja, ich denke auch mal jetzt über nichts nach. Denk mal. Wir haben ja Papagei. Nicht mehr. Ja, Papagei wird aber nicht schwarz sein, weil das wäre Toni wahrscheinlich zu gefährlich gewesen. Sprich, wir können auf gut Glück einfach Papagei anklicken. Nein, warum denn? Warum wird das nicht schwarz sein? Warum ja, solltest du denn jetzt auf Papagei klicken? Weil ich mir denke, das wird auf gar keinen Fall schwarz ja, sein und es ist nicht blau. Wenn das andere Team von Papagei gebaitet wird und dann auf Papagei drückt und es nicht Papagei war, dann haben sie ja drauf. Ich habe deinen Satz gerade gar nicht verstanden. Papagei? Ich glaube, es wäre auf jeden Fall immer safe gewesen, auf Papagei drauf zu klicken. Ich muss jetzt einen Dreier machen, wirklich. Weil es nicht schwarz sein wird, wenn wir hier Laufvogel haben. Ja. Und das auch nicht blau sein wird. Zweier geht jetzt gar nicht. Ansonsten wäre hier eine 3. Das wird schwierig. Vermutlich. Vermutlich. Nee, wir müssen das jetzt manifestieren. Ich glaube, es wäre halt so whatever money, gewesen. Money. Yes, we can do it. Bob, der Baumeister. Aber ich kann Linda hier nichts recht machen, tatsächlich. Es liegt in deiner Hand. In deinen Händen. Hallo, Luni. Hallo. Die haben Hunger, ich muss sie gleich füttern nach Codenames. Hungi. Die so, hä? Fütterungszeit überschritten. Wo voller Napf? Luna, das sind die schwierigsten Codenames-Runden heute ever. Es tut mir leid. Warum hilft sie denn nicht? Naja, sie ist ja schon hier zum Helfen. Emotional Support geben. Achso, okay. Deswegen ist sie ja hergekommen. Warum ist sie nicht bei mir? Ich brauche auch Emotional Support. Nee, ich brauche den mehr, Bruder. Heute bin ich einfach komplett gebrochen. Bro. Luna, du weißt, wenn ich gebrochen bin und dann kommst du her und gibst mir Unterstützung. Love and Affection. Geht eh nicht, weil meine Tür ist immer zu. Brücki 3. Oh mein Gott. Brücki 3. Oh, Hawaii-Hemd, Brücki. Er ist ein Löwe. Mein Löwe, mein Bär. Brücki, mein Löwe, mein Bär. Verhext. Was haben wir noch?
Okay, scheiße, ey. League of Legends, Bröki, Support. Hawaii und Löwe würde ich mit reinnehmen. Er ist ein Alpha. Er... Ach du Kacke. Er ist auch so Typ Mensch, der sich erstmal die Hörner abschlagen muss. Was? Oder so. Spielt er irgendwie gerne in Ballett? LOL. Ja, genau, zum Beispiel Ballett. Er ist Support Main League of Legends. Da auch ein, der wie so ein Surfer. Seit wann ist denn Bröki? Was ähnliches? Ist er AD Carry? Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Doch, ich erinnere mich an die Szene, wo ich gesagt habe, hier, wer spielt denn AD Carry? Und dann war so, hat er gesagt, ja, ich bin AD Carry, Tony ist Support. Stimmt. Okay, AD Carry. Ja, vielleicht gibt es ja irgendeinen. Achso, warte mal, gibt's nicht? Irgendwas, wusstet ihr, dass Bröki aus Kiel kommt? Oh, ich habe gedacht, ich war muted, sorry. Alles klar, Linda. Löwe. Das ist sehr schwer. Holy moly. Irgendwie fühle ich auch Hahn. Ja, schau ich auch drüber. Er ist so der Hahn, der Anführer, so nach dem Motto. Ja, weil Tempo halt nichts mit Laufvogel zu tun hat. Er ist auf jeden Fall der Hahn. Der Hahn. Vielleicht beruhigst der Hahn im Korb. Tanzt Löwe. So um seine, Hahn, Löwe und um Hawaii sagt. Und tötet sie alle. Und so auf Hawaii kommt sie. Outdribbelt er sie. Ja, genau. Outdanced. Ich weiß halt nicht, ob es irgendwie einen Charakter gibt, der so ähnlich ist wie so ein Surfer oder so, maybe, den er gerne spielt. Es gibt einen Midlaner, aber nicht einen AD Carry. Okay. Tony, ich weiß ja genau, Talia, welche drei Wörter das sind. Was? Pauke, Löwe und Hahn. Alter, Hotel ich hab... Brückmann. Boah. Brückmann. Hawaii-Hemden! Er trägt Hawaii-Hemden, oder? Habe ich schon mal gesehen. In dieser komischen einen Werbung. Es muss Hawaii sein. Ja, Hawaii, okay. Löwe... Kommst du denn jetzt darauf, Tim Hof? Hawaii, Löwe und... Und? Hahn, weil er der Hahn im... Wie sagt man das? Im Gehege Korb ist. Hahn im Korb. Tim, okay, wieder mit der göttlichen Eingebung. Zuerst Löwe. Scheiße. Nee, wir gehen Hawaii. Dann gehen wir Löwe. Scheiße, sorry. Aber mein Toni, ich wusste nicht was mein die Löwe, drei Wörter. Mein Bär? Ja, das wusste es doch nicht. Oh. Aber Hawaii halt wegen dieser Werbung. Hahn, kennt ihr die nicht? Kannst du es glauben? Ei. Das ist dein erster. Ich glaube, es ist der Punkt, Leute. Es ist dein erster Codenames-Sieg, Hahn. Oh my goodness! Aber stell dir mal vor, Linda, wir würden jetzt auf was Falsches klicken. Ist ja auch blöd, ne? Ja, bei Wassersport kann man auch viel machen. Hier macht man auch viel Wassersport. Mm. True. Ja. Und im Hotel kann man auch irgendwie auf dem Hotelpool irgendwie Wassersport machen. Ja. Es gibt auch Wasserballett, ne, übrigens. Wasserballett. Wasserballett. Ja. Und Papageitaucher. Ja, ja. Stimmt. Was ist, wenn Hahn hier für jedes ein halbes Wort hatte? Für Wasser und für Sport. Richtig, ja. Ne. Ja. Und Wasser... Hahn so denkt sich nur weiter. Ja, das... Linda, mach Finish, komm. Ich mach Finish. Auf Kiel, ne? She did it. Genau, auf Kiel. Oh, Kiel ist sogar schwarz. Oh mein Gott. Also ganz ehrlich, Pauke. Den Win, ich finde das Pauke absolut und geil. Hahn. Ja eben, ich wollte gerade sagen, ich hab gedacht, man kann diese Wörter nicht verbinden, auf einmal haut die Bröki raus und selbst wenn ich die Lösung nicht gewusst hätte, ich wusste instant die Überleitung. Hawaii, wie Tim Moore sagt, Hawaii-Hemden, dann ist er mit mir befreundet, deswegen Hahn, und Standpauke als Coach. Oh mein Gott. Standpauke, aber Bröki coacht ja schon lange nicht mehr. Ja, aber doch, klar. Ich hab das Ah, doch, gewusst. Nee, ja klar, das NNOwo, ne? Genau. Oh mein Gott, ne. Finde ich richtig gut, Tony, what the fuck. Ja, ich dachte Löwe, Hahn und Hawaii. Aber auf Löwe Hahn und Hawaii halt bin doof, ich auch gekommen. Ne? Aber generell, es waren auch vier Vögel in dieser Runde. Also Ente, Papagei, Hahn und Strauß, was war das? Ja, aber Laufvogel war voll gut. Ja. Jetzt Laufvogel 3 machen können, so, weil die halt auf Tempo gekommen sind. Ne? Ja, ich wäre halt nie auf Tempo gekommen. Und ich dachte, weil sie bei Besteck auf Pfanne gekommen sind, dachte ich gehe sie erstmal ruhig an. Ja, da war ich ein bisschen, da dachte ich, okay, ja, das wird eine wilde Runde. Hauptsache, ich wollte als erstes Wort Wok nehmen.
Pfanne, Gas, Ente, Beste. Auf einmal kommt ihr auf Besteck, auf Pfanne. Ich denke so. Ja, das also gut, man sieht die Lösung, ne? Es ist dann immer einfach. Ich dachte so, okay, wir können nicht mehr Wok nehmen. Ja, doch, ja. Aber ist gerade Wok? Ach so, ja. Ja. Dann again, man kann halt auch. Wok ist angeblich auch aus Stahl. So, oder? Ja, verstehe. Oh. Mhm. Ja, gibt bestimmt welche. Ja, nice. Knappe aber Runde. Ja, aber echt dann knapp, ja. Trotzdem. Wo wir so hinterherhalten. Ja. Nebulak war gut. Nebulak war richtig witzig. Mhm. Ja. Dann Dankeschön für die Einladung. Danke fürs Einladen und Organisieren. Ja, schön. Schön. Sehr cool. Ja, macht's gut. Bis dann. Was besser. Tschüss. Bye-bye.